Also, Sie sind von Wolkersdorf gekommen, Herr Bezirksinspektor. Ja, ich habe bei meiner Schwester übernachtet, Geburtstag war, ne? Bin natürlich ziemlich zeitig von Wolkersdorf weggefahren, damit ich noch bequem nach Wien reinkomme ins Amt, ne? Also, ich habe keinerlei Eile gehabt. Auf einmal sehe ich den dort liegen. Neben ihm drei Leute, ein Mann und zwei Frauen. Ich habe sie gleich gefragt, ob schon die Polizei und die Rettung verständigt haben. Haben sie gesagt, nein, bin ich natürlich gleich weggefahren. Wie ich wiederkomme, waren die drei weg. Haben also Sie die Rettung verständigt? Natürlich, die haben sie eh ganz schön Zeit gelassen. Na, bei der Wetterlage haben die auch allerhand zu tun. Wir waren in der Nähe, sonst wären wir auch nicht so rasch da gewesen. Bin schon halber erfroren, bis ihr gekommen seid. Könnt man jetzt nicht Schluss machen, wenn ich so spät komme, mein Chef, der wird sie wieder giften. Also wie rasch sind Sie schätzungsweise gefahren, Herr Bezirksinspektor? Na, wie rasch bin ich gefahren? 70, höchstens 70. Na, mein Kardiak ist ja nicht mehr so rasant. Sie könnten Sie einen Moment sprechen, Herr Inspektor. Bitte reden Sie nur, Herr Doktor. Der Herr da ist zufällig ein Kollege von mir. Bezirksinspektor Wirz. Dr. Stoll. Ja, warum haben Sie eigentlich die Rettung verständigt, Herr Bezirksinspektor? Sie müssen doch gesehen haben, dass der Mann tot ist und dass das für uns keine Arbeit mehr gibt. Ich bin ja kein Leichenbeschauer, aber in solchen Fällen verständigt man doch immer die Rettung und die Polizei. Ja, das ist ja der Blödsinn. Also der Mann ist tot, sehr tot sogar, nämlich seit ungefähr 12 bis 14 Stunden. So genau kann man das am ersten Blick nicht sagen. So lange ist der schon dort liegen? Nein, das habe ich nicht gesagt, aber es kann ja auch eine andere Todesursache sein, als angenommen durch einen Autounfall. Ja. In dem Fall müsste nämlich ein Lastauto über seinen Schädel gefahren sein. Wollen Sie sich den Toten noch mal anschauen? Ja, natürlich. Kommen Sie auch mit. Ja? Ja. Also, mehrfache Schädelzertrümmerung, das Gesicht eine unkenntliche Masse, sonst keine Verletzungen, wenigstens keine äußeren, aber ich nehme an, auch keine inneren. Und der Tod muss, wie gesagt, ganz offensichtlich schon gestern eingetreten sein. Das klingt aber sehr merkwürdig, Herr Doktor. Wissen Sie, wie das klingt? Ja, nach Mord. So Wichtiges in aller Früh. Ich wollte Ihnen nur sagen, die Revolvergeschichte vom vorigen Jahr ist erledigt. Welche Revolvergeschichte vom vorigen Jahr? Mehrere gehabt. Ja, wo ich den da erschossen habe, der Gangster, den Zenz. Heute ist endlich die amtliche Bestätigung gekommen, dass gegen mich kein Verfahren eingeleitet wird. Gratuliere, aber ich habe es gewusst. Sie hatten das Recht zu schießen, gleich mehrfach. Bitte? Naja, gerechte Notwehr, Erzwingung der Verhaftung, Verhinderung der Flucht eines rechtmäßig Verhafteten. Um das festzustellen, brauchen die ein Jahr. Da verliert man direkt die Lust am Schießen, wenn man noch so schießwütig ist. Nee, ich bin doch nicht schießwütig. Das war ja nur ein Witz. Ein blöder Witz. Ich habe allerdings von dir noch keinen gescheiten gehört. Also ich bin nicht schießwütig. Nein, nein, nein. Also generell gesehen muss man natürlich beim Schießen sehr vorsichtig sein. Da kann allerhand Unangenehmes herauskommen. Besonders für den, der getroffen wird. Ja. Was der makabern Humor heißt. Ja, Bernd, Sie können gehen, wenn Sie sonst nichts haben. Ja, ich hätte schon noch was. Ja? Na, aber eigentlich möchte ich es nicht behelligen. Soll ich anfangen, mich zu behelligen? Es behelligt mich die Fels bis zum bitteren Ende. Also, was ist? Geheimnis. Es ist wegen der Susi, der Frau Rotak. Immer Streits mit der Frau Beckerig. Das ist die Frau Beckerig. Die neue Bedienerin. Eine Raumpflegerin. Ich meine, die ist ein besseres Weib. Schauen Sie aber, dass Sie weiterkommen. Ja, glauben Sie, ich habe keine anderen Sorgen, als mich um die Streitereien von der Frau Wodak mit der Frau Beckerig zu führen. Ja, aber Herr Oberinspektor, das also, geht... Gehen wir, ja. Berndner, Sie werden damit die zwei Weiber fertig werden. Aber ja. Im Notfall schießen Sie halt. Sehr nett, danke. Erst du bist heute in Form. Schlüssel. Hast du noch immer nicht bemerkt, dass denn die Geschichte wirklich nahegegangen ist, dass er noch immer nicht drüber hinweg ist, dass er einen Menschen getötet hat, auch wenn es der 10-mal verdient hat? Er hat doch halt andere schießen lassen. Es waren ja genug da. Bringt einen in so einer Situation da. Mir kann das allerdings nicht passieren. Wieso? Du hast doch auch deinen Revolver mitgehabt damals, ne? Bitte. Ja, aber umgeladen. Ich habe den Revolver immer umgeladen mit, aus Prinzip.
Hättest du ihn ja gleich zu Hause lassen können, ne? Oder da. Revolver hat immer etwas Abschreckendes. Das steht ja dein Name in dem Ab. Wieso? Was weiß ich? Vielleicht hast du die englischen Kronjuwelen gestohlen. Danke. Bitte. Letzte Mal habe ich vor 2 Jahren geschossen bei einer Übung. Das ist wegen deinem Autounfall vom Montag. Es war kein Autounfall. Es war ein Leichenfund. Der Tod ist nach seinen Dokumenten, nach der Kleidung identifiziert worden. Auch die Frau und die Tochter sagen, er ist es. Mhm. Aber du bist nicht verdächtig, so viel ich das sehe. Aha. Ist also gut, gibt es wohl wieder hinein, ne? Na, dann ist die Sache ja erledigt, ne? Nein, sonst hätte ja kein Arzt da, ne? Der hat hier gewohnt, umgekommen in unserem Bezirk. Aber wir müssen also die Erhebungen machen. Die wollen ein Foto, die Leute vom Sicherheitsbüro. Fingerabdrücke haben schon, Zahnabdruck war nicht möglich. Wir wollen damit eine neue Arbeit zuschieben, die Herren vom Sicherheitsbüro. Möglich, aber lösen wollen Sie den Fall natürlich selber. Aber den unangenehmen Kleinkram, den sollst du für sie erledigen. Nein, du. Was, das verlangen die? Nein, ich. Wieso? Schaust du mal hin, ne? Ach so. Krämer, Sebastian Krämer, Gartenallee 45. Okay, also bitte, das kann doch wirklich der Berndner machen. Da musst du nicht ich hingehen. Du hast ja den selig Verblichenen aufgefunden, ne? Ja, no. Außerdem ist deine Frau und deine Tochter und du bist doch unser Damenspezialist. Die Damen werden sich freuen, in ihrem Schmerz wenigstens dich kennengelernt zu haben. Und das war der blödeste Witz bis jetzt. Berndner. Ja, bitte. Da stinkt eine Gegend. Ah, da muss ich ja machen. Servus. Ja. Ich bin nicht da. Ich bin auch nicht da. Ist es nicht für Sie? Ja. Ich bin die nächsten 2 Stunden nicht da. Einen Moment, bitte. Und, Staatspolizei. Staatspolizei, da bin ich da. Hallo, Marek, ja? Ja, Herr Kollege, ich erinnere mich an Sie, bitte. Womit kann ich dienen? Was kann ich denn tun für Sie? Ja, bitte, ich bin den ganzen Vormittag da. Wann Sie wollen, können Sie kommen, Herr Kollege. Na, sehr gut, schön. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Oberinspektor, entschuldigen Sie bitte die Störung. Nein, ich entschuldige nicht. In der Früh will ich ja Ruhe haben. Es kann aber nicht so weitergehen, bitte. Wenn das so weitergeht, dann komme ich um eine Versetzung ein. Diese Frau Becker... Sie. Wegen der habe ich schon den Berndner rausgeschmissen. Sie sollten es rausschmeißen, die Bäckerei. Das ist ja die reinste Bestie. In der Früh wartet sie auf mich und kaum bin ich da, geht's los. Sie schimpft und schimpft und schimpft und schimpft. Dann schimpfen Sie zurück. Das kann ich nicht. Das ist nicht meine Natur. Wenn sie nur den kleinsten Fleck sieht, bitte, der Bezirksinspektor wird schüttet immer den Kaffee aus. Das ist ja wahr und das macht ekelhafte Flecken. Aber sie, dafür ist doch eine Bedienerin da, dass sie die Flecken wegputzt. Eben, und das sollen Sie ja einmal in aller Deutlichkeit klar machen, Herr Oberinspektor, der Bäckerei. Ich? Ich habe 2 Kriege überstanden, ich fange mal keinen dritten an. Was soll ich jetzt machen? Mir einen Kaffee. Bitte. Wie lange sind Sie eigentlich schon hier im Haus? Heuer ist das 4. Jahr. Aha. Ja, danke. So, das sind die letzten Fotos, die ich von ihm habe. Danke. Vielleicht, wenn seine Tochter noch ein neueres Foto von ihm hat. Ich weiß das nicht. Darf ich mir beide behalten, ja? Bitte. Dankeschön. Diese. Und diese Tochter, das ist also Ihre Stieftochter, nicht? Ja. Isabelle ist seine Tochter aus erster Ehe. Sie sind also seine zweite Frau. Seine dritte. Seine dritte gewesen. Sie haben keine Ahnung, oder? Sie haben keine Ahnung, wer es getan haben könnte. Wie soll ich das verstehen? Na ja, wenn es ein Mord war, sieht ganz nach Mord das aus. Das ist noch nicht bewiesen. Ja, wir müssen... hat er Feinde gehabt? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nie um seine Geschäfte gekümmert. Und privat? Privat? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich frage halt so.
Glauben Sie mir, jedenfalls kein Vergnügen für mich hier mit Ihnen. Ich meine, soll natürlich keine Beleidigung sein. Ich habe Ihr Kommen nie für einen gesellschaftlichen Besuch gehalten, aber Sie werden zugeben, dass ich, soweit es meine derzeitige Situation zuließ, Ihnen behilflich war. Naja, weiß das auch zu schätzen. Wenn ich mir trotzdem noch ein paar Fragen erlauben dürfte. So, bitte nehmen Sie Platz, Herr Kollege. Neu? Bitte? Neu. Ah, die Möbel, ne? Die haben wir schon 3 Monate. Legitimieren brauchen Sie sich nicht, ich kann mich noch sehr gut an Sie erinnern. Natürlich, ich kann mich auch ganz gut erinnern. Das war eine sehr lustige Geschichte damals. Also wie man es nimmt. Die Frau hat ihren Liebhaber erschossen und dann sich selber. Also sehr lustig war es eigentlich nicht. Hat er sich umgebracht? Ja. Und was verschafft mir heute? Ich komme schon zur Sache. Das Vergnügen. Wenn ich vom Anfang an erzählen darf. Selbstverständlich. Also, einer unserer Nachbarstaaten, dessen Identität ich aus staatspolitischen Gründen nicht preisgeben darf. Darf ich kurz bemerken, dass mir Identitäten von Nachbarstaaten völlig wurscht sind? Natürlich. Es ist ein östlicher Nachbarstaat, wenn ich etwas herumgehen darf. Und wir haben zum Geheimdienst dieses Staates normalerweise wenig Kontakt. Natürlich. Bitte? Natürlich. Natürlich. Jetzt haben die uns eine geradezu fantastische Geschichte zur Kenntnis. Das ist die Spezialität von denen, fantastische Geschichten. Ja, die ist einmalig. Und wenn die Herren dieses Geheimdienstes nicht notorisch humorlos wären, müsste man eigentlich an einen Aufsitzer denken. Ja, da bin ich aber wirklich gespannt. Ich muss noch bemerken, dass in diesem Staat in nicht unerheblichen Mengen uranhaltiges Gestein gewonnen wird. Und jetzt sind nicht weniger als 80 Tonnen dieses Gesteins verschwunden. Das gibt's nicht. Hören Sie, 80 Tonnen? Ja. Uranhältiges Gestein, aber Herr Kollege, ich meine, die können doch nicht verschwinden wie die Knädeln von der Suppe. Es ist aber doch geschehen. Die Herren vom östlichen Geheimdienst sprechen von Diversion, Sabotage und westlicher Verschwörung. Ja, krepisch. Und es scheint, dass Sie diesmal sogar damit recht haben. Aber abgesehen davon wurde folgender Tathergang festgestellt. Es wurden Güterwaggons ausgetauscht, das uranhaltige Gestein wurde mit Kohle zugedeckt und so zu uns transportiert. Jetzt haben wir es. Bitte? Das uranhaltige Gestein. Natürlich. Ja, eben. Man glaubt aber gar nicht daran, dass das Gestein bei uns bleiben soll. Es soll weiter transportiert werden. Hm. Selbstverständlich in keinen östlichen Staat, sondern in einen westlichen. Natürlich. Wir haben uns selbstverständlich bemüht, das uranhaltige Gestein aufzuspüren, aber es ist uns leider nicht gelungen. Das ist klar, sonst wären Sie nicht bei mir. Es ist mir allerdings ein Rätsel, wie so eine große Menge uranhaltiges Gestein gleich zweimal verschwinden kann. Da steckt ein genialer Kopf dahinter. Es steckt vor allem sehr viel Geld dahinter. Gar nicht zu reden davon, wie viel... Danke sehr. Lass uns, das mache ich schon selber. Sehr liebenswürdig von Ihnen, Frau. Gar nicht zu reden davon, wie viel Geld mit diesem Coup zu verdienen ist, wenn er zu Ende geführt werden kann. Das kann ich mir vorstellen. Also Sie sagen, von seinen Geschäften haben Sie nichts gewusst, ne? Kaum. Ich war in den 4 Jahren, die wir verheiratet sind, also verheiratet waren, kaum 2-3 Mal in seiner Firma. Ich kenne nicht einmal seinen neuen geschäftlichen Direktor. Hm. Seit wann hat er denn diesen neuen geschäftlichen Direktor? Den Dr. Strakacek, ich weiß das nicht. Seit, naja, seit über einem Jahr, würde ich sagen. Der Direktor Prendergast ist damals knall und fall weg. Warum? Das weiß ich doch nicht. Sie waren Jugendfreunde und Prendergast hatte eine Vertrauensstellung. Ich war sehr überrascht, als mein Mann mir erzählte, dass sie sich verkracht haben. Und wie sagen Sie, heißt der Herr? Strakacek. Nein, den habe ich schon, diesen früheren Geschäftlichen, meine ich, den Jugendfreund. Prendergast. Direktor Prendergast. Direktor. Vorname? Keine Ahnung. Da wissen Sie auch nicht, was er jetzt macht. Nein. Warum? Und den Dr. Strakacek, den erreiche ich ja im Büro sicher. Ja, sicher. Oh, pardon, Besuch? Darf ich bekannt machen? Bezirksinspektor Wirz, Polizeikommissariat 24. Herr Kressin. Ein Freund des Hauses. Unsere einzige Chance ist es, das Gestein bei seinem Abtransport an einer unserer westlichen Grenzen zu erwischen. Bekämen wir es natürlich hier im Land in die Hand, wäre es uns bedeutend lieber. Aus außenpolitischen Gründen? Natürlich. Wir können dann die ganze Sache ohne viel Aufhebens sozusagen unter der Hand erledigen. Ja, ja, das ist mir schon... Na, nehmen wir es noch, Herr Kollege. Nein, danke, der war mir eher ein bisschen zu süß. Danke sehr. Ja, aber ich weiß noch immer nicht, was ich mit der Sache zu tun habe.
Es ist ein gewisser Herr aufgetaucht, dem wir einen bestimmten Zusammenhang zu dieser Angelegenheit durchaus zutrauen. Und wie heißt dieser gewisse Herr mit dem bestimmten Zusammenhang? Der heißt Terp. Terp. Igor Terp. Terp. Ein in Riga geborener angeblicher Baron. Experten halten ihn durchaus nicht für den Urheber dieser Angelegenheit, eher für einen Vermittler. Wir haben uns jedenfalls auf seine Spur gesetzt, was gar nicht so einfach war. Das kann ich mir vorstellen. Solche Burschen sind ja mit allen Wassern gewaschen, ne? Natürlich, aber er hat uns auf eine andere Spur geführt. Mhm. Einen Spediteur, der hier im Bezirk wohnt. Und den sollen Sie für uns unter die Lupe nehmen. Und irgendeinem Vorwand, sagen wir, wegen Schnellfahrens oder wegen irgendeiner Meldung. Ich weiß schon, wie man sowas macht, Herr Kollege. Und um wen handelt es sich denn bei diesem Spediteur? Er heißt Krämer. Sebastian Krämer, wohnhaft... Gartenallee 45, einen Moment. 45. Erntner, ja, geben Sie mir das Karteiblatt ein, das ich gerade angelegt habe. Ja? Mit dem Mann kann ich Ihnen leider nicht sehen, Herr Kollege, der ist tot. Tot? Ja. Wahrscheinlich sogar ermordet. Natürlich. Das gnädige Fräulein kommt schon. Ja, danke. Sie haben mich sprechen wollen? Ja, ich habe Ihre Mutter gebeten. Frau Krämer ist nicht meine Mutter. Ja, ich weiß. Ja, benennen Sie sich Mama? Nein. Ja, wie denn? Ich spreche überhaupt nicht mit ihr. Ach so, verstehe. Übrigens mein aufrichtiges Beileid. Danke, bitte setzen Sie sich. Danke. Also Sie sagen, Sie sind mit Ihrer, mit der dritten Frau Krämer nicht gut? Nein, gar nicht. Gut. Ich meine, sowas kommt vor. Ja. Ich hasse Sie. Und der Grund? Ich habe Sie nie mögen. Aber jetzt bin ich davon überzeugt, dass Sie meinen Vater umgebracht haben. Wissen Sie, was Sie da sagen, Frau? Ja, das weiß ich ganz genau. Das kann sehr unangenehm für Sie werden, wenn Sie... Ich meine... Ne? Und ich weiß, sie würde sich nicht das Geringste daraus machen, auch mich umzubringen. Also Sie reden da Dinge, Frau. Sie beschuldigen einen Menschen, immerhin die Witwe Ihres seligen Herrn Vaters, ohne jede Berechtigung. Beschuldigen? Sie hat ihn umgebracht, genauso wie sie ihren ersten Mann umgebracht hat. Was? Wissen Sie das nicht? Sie ist die Marion Fechter, die vor 12 Jahren wegen Gattenmord vor Gericht gestanden ist. Also Frau Beckereck, habe ich gesagt, das verbiete ich mir. Ich bin eine verheiratete Frau und Mutter. Sie ergreifen jede Gelegenheit und hängen mir eine Goschen an. Was Goschen, haben Sie gesagt? Nicht wörtlich, sondern im Sinn nach. Da hat man ja förmlich Angst, wenn man in der Früh ins Amt kommt und wird jedes Mal mit einer Schimpfkanonade empfangen. Kanonade ist gut. Was kann die nicht dafür, habe ich gesagt, wenn der Wirt immer Kaffeeflecken macht und wenn der Chef sein Frühstücksbrot zerbröselt und Fettflecken macht. Die Herren sind nun einmal so, Frau Beckereck, habe ich gesagt, da nutzt alle Schimpfen nichts. Und darauf sagt die Frau Beckereck... Morgen. Ja? Roya ist mein Name. Revierinspektor Roya vom EKF. Ach, guten Morgen. Ja? Guten Morgen. Ja. Ich soll mich bei Herrn Inspektor Berndner melden. Ja, der bin ich. Sie sollen die Zeichnungen für uns anfertigen. Ja, die Phantomzeichnungen. Aha, ja. Die, wissen Sie, um was es sich handelt? Ja, es geht schon auf der Banküberfall, nicht wahr? Ja, vor 10 Tagen in der Spiegelgasse. Interessieren Sie näher Details? Die höre ich lieber von den Zeugen selber. Aha. Wie viel haben Sie denn? Wir Zeugen 3. Das ja, bitte? Das war noch nach der... Privatwirtschaftsbank, Direktor Bellinger. Ja, die Nummer habe ich. Es waren noch andere Zeugen da. Es haben sich eine Menge Zeugen gemeldet. Unsere Leute waren sehr schnell am Tatort. Das überrascht mich eigentlich. Meistens melden sich die Leute nicht gern. Guten Tag, ja bitte den Herrn Direktor Bellinger. Ja, lassen Sie das einmal durch. Ja, bitte, darf ich? Kommissariat 24 wurde. Herrn Direktor Bellinger, bitte. Einen Moment, bitte. Ich verbinde mit Herrn Oberinspektor Marek. Übernehmen, bitte. Hallo, Herr Direktor Bellinger. Kompliment, hier ist Marek, Polizeioberinspektor Marek, Kommissariat 24. Nein, Sie brauchen nicht erschrecken, ich verlange schon keine Auskunft von Ihnen, die Sie mir nicht geben können. Nur eines,
Ja, ihr seid jetzt das dritte Bankinstitut, das ich anrufe. Sagen Sie, bei euch hat doch auch der verstorbene Spediteur Krämer, Sebastian Krämer aus der Gartenallee, ein Konto gehabt. Ja, bitte, schauen Sie nach, ich warte dabei. Aber diese drei zeigen eine Frau Thomas und die Herren Kriegel und Krahlen. Die haben den Täter genau gesehen, sagen Sie. Naja, wir werden ja sehen, was gesehen haben. Ja, ist allerdings schon 10 Tage her, ne? Schauen Sie, es gibt unter 100 Zeugen einen, der eine wirkliche Beobachtungsgabe hat. Und bei dem ist egal, ob er seine Beobachtung gestern gemacht hat oder vor einem Jahr. Hoffentlich ist so einer drunter. Eine Zeugin wartet schon draußen, ich hol's gleich rein. Ja. Darf ich mich da hersetzen? Ja, sicher, gell. Wie war der Name? Roya. Wenn Sie den Witz machen wollen, dass ich als Zeichner eigentlich Goya heißen sollte, ersparen Sie sich den. Über den habe ich schon in der Schule nicht mehr laufen können. Mhm. Mhm. Abgehoben. Alles. Bei den anderen auch. Mhm. Abgehoben. Nein, nein, danke schön. Außer Sie können mir das erklären, was das zu bedeuten hat, wenn ein Mann von all seinen Konten das Geld abhebt und dann ermordet wird und das Geld ist verschwunden. Ja, das würde uns auch interessieren. Wenn wir nämlich wissen, wo das Geld ist, dann hätten wir wahrscheinlich den Mörder. Papa war sehr tüchtig. Ich weiß allerdings nichts über seine Geschäfte. Was, Sie auch nicht? Wieso? Ja, seine Frau hat auch gesagt, dass sie nichts über seine Geschäfte weiß. Die hat doch nur sein Geld interessiert. Mhm. Die hat ihn ja auch nur das Geld deswegen geheiratet. Und jetzt wird sie auch alles erben. Soll sie glücklich werden mit dem Kern und mit dem Geld? Mit wem soll sie glücklich werden? Ich meine, von wem sprechen Sie, wenn Sie sagen, der Kerl? Einem Herrn Cressin, der hier plötzlich aufgetaucht ist und mit dem sie sofort sehr intim war. In jeder Beziehung. Cressin. Was ist denn der Herr von Beruf? Keine Ahnung. Aber sicher ist er reich. Sonst wäre sie nicht so gut mit ihm. Isabel. Ach, da bist du ja. Entschuldige bitte, wenn ich mich verspätet habe. Die Geschäfte. Ich habe dir ein paar Blümchen mitgebracht. Zur Versöhnung. Danke. Obwartung. Darf ich dir Herrn bekannt machen? Bezirksinspektor Wirz. Polizei? Ja. Baron Terp ist mein Verlobter. Erstaunt Sie das? Ja. Wieso? Weil es bei uns keine Barone gibt. Ich bin in Riga geboren. Ich bin ein guter Freund von Isabels Vater gewesen. Schon lange? Sehr lange. Ich habe Sebastian durch seinen ehemaligen geschäftlichen Direktor kennengelernt. Geschäftlichen Direktor? Ja. Den Dr. Strakacek oder den Herrn Prendergast? Prendergast. Sie sind in Unfrieden auseinandergegangen, Sebastian und Prendergast. Angeblich hat Prendergast im Geschäft eine unreine Gangart gehabt. So hat Sebastian wenigstens ausgedrückt. Mhm. Dann können Sie mir vielleicht sagen, wo der Herr jetzt wohnt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist ein Anruf für Sie da, Fräulein Isabel. Für mich? Entschuldigung. Ja, bitte. Ein Herr, er wollte seinen Namen nicht sagen, aber ich soll sie herbringen. Ich habe das Gespräch auf jeden Fall in ihr Zimmer gelegt, aber ich kann auch sagen... Nein, nein, die Herren entschuldigen mich doch. Selbstverständlich, Liebe. Sagen Sie, wie lange sind Sie mit dem Fräulein schon verlobt? 4 Monate. Ich weiß allerdings nicht, was das mit dem tragischen Tod meines Freundes Krämer zu tun haben soll. Deswegen sind Sie doch hier. Ja, man will doch wissen, wie die Leute zusammenhängen, ich meine zusammengehören. Ne? Wer mit wem und was, das ergibt doch erst ein Bild. Sagen Sie, kennen Sie sich mit dem Ding da aus? Oh ja. Ja? Moment. Ach ja, 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 so habe ich mir das auch vorgestellt. Ah, das ist ja schön. Ja, ja, natürlich. Ich sehe nur ehrlich gesagt den Sinn dieses Verhörs nicht ein. Sagen Sie, haben Sie jemals mit der Polizei zu tun gehabt? Aber natürlich. Ich bin ja Autofahrer. Ja, 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 Autofahrer. Aber ich habe Sebastian Krämer nicht überfahren, wenn Sie das meinen sollten. Das habe ich nicht gemeint, nein, nein.
Aber Sie bringen mich da auf eine gute Idee. Wieso? Ja, mit dem... War hier etwas Besonderes am Telefon? Du... Nein, nichts Besonderes. Du bist so... Bist du ein Cognac? Nein. Sie sind ja so verwirrt, Fräulein Krämer. Wer war denn das, der da angerufen hat? Niemand, den Sie kennen. Möchte aber trotzdem wissen, wer der Herr war. Es war kein Herr. Es war eine Frau. Wieso? Das Stubenmädchen hat doch gesagt, ich rede mit Ihnen, Fräulein Krämer. Ich möchte wissen, wer angerufen hat. Ich eigentlich auch. Der Herr Inspektor hat doch ein Recht zu wissen, mit wem du telefoniert hast. Und ich auch. Wenn du so offensichtlich lügst. Lieber! Muss man doch kein Kriminalist sein, um zu merken, dass das eine Lüge war. Als du gesagt hast, dass es eine Frau war, die am Telefon war. Nicht wahr? Also bitte, wer war der Mann? Sie wird es Ihnen nicht sagen, Herr Baron. Sie wird? Bitte, wie Sie glauben. Also meine Gewerkschaft hat was dagegen, wenn ich so viel Überstunden mache. Besonders, wenn es sich um so störrische Damen handelt. Oder haben Sie mir doch noch was zu sagen, Fräulein Krämer? Nein. Na, dann empfehle ich mich. Empfehle mich. Wiedersehen. Und, viel Vergnügen. Wie weit waren Sie denn von dem Täter entfernt, wie der nach dem Überfall aus der Bank herausgelaufen ist? 10 Meter. Ja, mir haben Sie gesagt, Sie sind auf der anderen Straßenseite gestanden, wie die Schießerei losgegangen ist. Das waren so ungefähr 16 Meter. Ja, aber er ist ja dann näher an mir vorbei. Aha. Nicht? Ja. Und Sie haben den Täter genau gesehen? Ganz genau. Jeden seiner Züge, seiner Gesichtszüge. Muss das sein? Gehört das dazu? So, Sie. Ich bin ja eh gleich fertig. Ja, da hätte ich dann noch eine Frage. Sagen Sie, könnten Sie ihn zeichnen? Wenn ich zeichnen könnte, könnte ich ihn zeichnen. Aber man hat mir gesagt, es wird ihn wer anderer zeichnen. Das sind Sie? Ja, ich. Sehen Sie? Ja. Also, dann brauchen Sie mir eigentlich jetzt nur noch sagen, wie der Mann ausgesehen hat, soweit Sie sich heute erinnern. Ich habe schon gesagt, ich kann mich genau erinnern. Schön. Gehen wir zur Praxis. Ja. So, was hat er denn für ein Gesicht gehabt? Ein rundes oder ein längliches? Wer? Der Täter. Rund, natürlich. Oder länglich? Sie, ich weiß es nicht. Was verstehen Sie unter rund? Moment. Tja, Wirt. Bitte? Nein, ah, Kollege. Oh ja. Servus. Bist du da? Naja, immer dasselbe. Schon lange nicht gesehen. Ja, ja. So. Schauen Sie. Das da ist ein rundes Gesicht. Ja. Und das da ein längliches. Also, aha. Was für ein Gesicht hat er gehabt? Einen Schnurrbart hat er gehabt? Ja, dazu kommen wir später. Und pomadisiertes Haar, ich hab's gerochen. Ja, was Sie gerochen haben, kann ich nicht zeichnen. Wie war das mit dem Gesicht? Rund oder länglich? Ja. Eins von beidem. In Riga können wir nicht nachfragen. Geschichte wird immer merkwürdiger. Spediteur des Pastel, die Geschichte mit dem Urangestein. Und dass er sein ganzes Geld abgehoben hat, das deutet doch auf ein Geschäft. Auf ein nicht ganz koscheres Geschäft, in das er sich eingelassen hat. Von einem Mitwisser ermordet worden ist. Übrigens, da ist noch ein Mann aufgetaucht. Ein angeblicher Liebhaber von der Frau, gewisser Cressin. Cressin? Ja, den Namen schon einmal gehört. Ja, Zollfahnd, ein Köln heißt er. Ich habe oft mit ihm telefoniert, zuletzt wegen einer Waffenschiebergeschichte. Vielleicht ist es der. Mein Eisenhändler ist Cressinger. Mhm. Ja, na, und dieser Cressin, das ist der Liebhaber von der Alten? Also erstens ist die Alte nicht alt, sondern eine sehr fesche Person. Und zweitens behauptet ja nur die Junge, dass die Alte, ich meine, dass die Mutter mit dem Cressin ein Techtelmechtel gehabt hat. Das kann nicht der Kölner Cressin sein. Wie kommt der Zollbeamte zu einer Dame? Warum? Er ist ein sehr fescher Mann. Man, dem er gefällt. Mir gefällt er nicht. Ah,
Krämer. Was war's, ja? Ja. Krämer. Anhalten wegen unbeleuchteten Fahrrads, ungestimmtes Verhalten gegenüber dem anhaltenden Sicherheitsbeamten, Beschlagnahmung einer Steinschleuder. Wie heißt denn der mit Vornamen? Vornamen? Krämer Willibald. 13 Jahre. Also nix. Ja, das war alles. Ja. Also, wenn dieser Gräsin wirklich was mit der Frau hätte, dann hätten wir die klassischen Mordmotive beieinander. Geld und Liebe. Also, Liebe. Ja. Mich interessiert auch mehr das Geld, das er abgehoben hat. Das muss nicht mehr ganz so schöner Brocken gewesen sein. So viel ich herausgekriegt habe. Entschuldigen Sie bitte. Ja, was ist? Aber ich brauche das bis morgen. Das heißt, Sie brauchen das bis morgen? Er schiebt das die ganze Zeit. Die ganzen Aktenkärtchen, das sieht sich doch am Abend noch hier. Bestimmt, ja. Aber es muss aufgearbeitet werden. Ja, muss aufgearbeitet werden. Wodak sagt, muss aufgehen. Jetzt kommen wir daher damit. Also, dabei willst du diesen Brennergast hingehen wollen. Vielleicht weiß der was. Wie halt ich zu ihm? Ja, ich möchte schon selber gehen. Bitte. Hoffentlich wird es nicht zu spät. So, bitte schön. Darf ich bitten? Hier herein, bitte. Danke schön. Sie leben ganz allein hier? Ja, ja, ja. Als alter Junggeselle bin ich nichts anderes gewöhnt. Sie wissen ja, ein Junggeselle lebt wie ein König und stirbt wie ein Hund. Ja. Und der Ehemann stirbt wie ein König, aber lebt wie ein Hund. Ja, gut, ja. Sie müssen entschuldigen, Herr Oberinspektor, ich bin gerade beim Abendessen. Ja, ja, da müssen Sie entschuldigen, dass ich störe, aber ich bin den ganzen Nachmittag Akten aufarbeiten müssen. Aber ich möchte Sie gerne einladen, Herr Oberinspektor. Nein, das kann, darf nein, ich nein, das kann nicht auch annehmen. Na, aber ich bitte. Zu Hause, ich kriege ja was. Nein, Sie werden doch sicher Hunger haben. Sie, ja, genug da. Ja. Also, Sie tun mir doch den Gefallen. Ach so, Gefallen, wenn Sie das gleich sagen müssen. Ja, bitte, selbstverständlich. Danke sehr, das habe ich nicht wollen. Danke vielmals. Saal, wenn ja, ich danke bitten vielmals. Darf. Danke sehr. Ich kaufe nämlich immer auf ein paar Tage ein und heute war ich gerade einkaufen. So, das werden wir gleich haben. Und dann tue ich das bestellen. Die Musicbox-Mannschaft verabschiedet sich. Auf Wiederhören. Kann Ihnen irgendwas helfen? Aber woher denn? Ist schon alles da, Herr. So, ja, wenn Sie so glücklich sind, vielleicht die Tür. Ja, natürlich. Wenn Sie hierher setzen wollen, bitte schön. So. Sehr freundlich, danke. Bitte, schön. Bitte nur Platz zu nehmen. Danke sehr. Und ein Glas Bier werden Sie mir doch auch nicht abschlagen. Ja, beim Bier kann man leider nicht nein sagen. Na, sehen Sie, bitte nur zuzugreifen, danke, bitte Platz zu nehmen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich das Radio aufdrehe. Wir können uns ja auch beim Essen unterhalten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich Ihnen in der Angelegenheit Sebastian Krämer behilflich sein kann. Ich bin ja über ein Jahr von der Firma weg. Bitte schön, nur zuzugreifen. Bitte ja, vielleicht hier. Die ja. Zunge kann ich sehr empfehlen. Ja. Die ist, wie sie sein soll, mild und weich. Ja. Bitte nehmen Sie doch, bitte schön. Danke sehr. Bitte. Dankeschön, nehmen wir schon. Bitte schön. Ja, ich habe gehört, danke sehr, dass Sie bis zu Ihrem Weggang mit dem Herrn Krämer recht gut waren. Ja, recht gut, ja. Aber im Grund hat er nur das gemacht, was er wollte. Und da hat es natürlich immer wieder kleinere, oder auch, darf ich um das Glas bitten? Ja, bitte sehr. Größere Reibereien gegeben. Ja. Ich hoffe, das Bier ist noch kalt genug. Na, sicherlich. Inwiefern hat es zwischen Ihnen und Herrn Krämer Reibereien gegeben? Naja. Danke sehr. Schauen Sie, ich war, darf ich bitte hier ja. Die Butter? Bitte. Nein, danke schön, Herr Bischof. Danke sehr. Ich war nominell der geschäftsführende kaufmännische Direktor, aber im Grunde habe ich nie was allein zu entscheiden gehabt. Immer aber eine Verantwortung und das habe ich auf die Dauer immer mehr als unbefriedigend empfunden. Prost. 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 Ich habe immer gehört, dass die Spedition ein sehr gutes Geschäft ist. Ja, in der Regel ist es auch so. Ja. Aber es kommt ja immer und bei jedem Geschäft darauf an, wie man es führt. Und der Krämer hat schlecht geführt. Nein, das kann man nicht sagen. Nur waren halt immer so Sachen. Einsame Entschlüsse. Darf ich ein Gurkel? Bitte, bitte. Ja, darf ich euch sehr gern Gurkel. Bitte sehr. Danke vielmals. Süß, sauer. Nein, das ist ich schon kann. Richtig. Danke sehr. Da war zum Beispiel die Sache mit den 20 Tonnen Lastwagenzügen. Die kosten annähernd das Stück 700.000 Schilling und davon hat er gleich 4 gekauft, ohne mir vorher was davon zu sagen. Ohne dass auch die geringste Notwendigkeit gewesen wäre, diese enorme Ausgabe zu machen. Verstehe. Mhm. Diese Lastwagen stehen, soviel ich weiß, noch heute praktisch unbenutzt im Hof der Firma. Aber ich erzähle Ihnen da wohl nichts Neues. Wieso? Ja, Sie haben doch sicher schon alles erfahren über den Krach zwischen Krämer und mir. In der Firma, meine ich. War ja noch einer in der Firma. Geh erst morgen hin. Dann hätten Sie es eben morgen erfahren. Ich
habe Sie jedenfalls sehr bedauern. Entschuldigen. Ja? Dass meine Tätigkeit bei Krämer so ein Ende gefunden hat. Na, kommt vor. Wo arbeiten Sie denn jetzt? Nirgends, noch nicht. Ich habe noch nichts Entsprechendes gefunden. Ich war bei zwei Firmen tätig, kurzfristig. Aber das war beide Male nicht das Richtige. Was darf ich Ihnen noch geben? Ein Stückelkäse, ja? Bitte, bitte. Bitte, schreiben. Bedienen Sie. Danke sehr. Bitte. Nehmen wir es dabei her, ne? Bitte schön. Danke schön. Herr Oberinspektor, was hat eigentlich die Polizei über die geschäftliche Situation der Firma Krämer in Erfahrung gebracht? Nicht allzu viel. Und auffallend ist, dass er von seinen sämtlichen Konten das Geld abgehoben hat. Was er damit gemacht hat, das wissen wir noch nicht. Na, ich könnte mir es denken. Ja? Ja. Er hat voriges Jahr circa 2 Millionen Schilling auf seinen verschiedenen Konten gehabt. Ach, so viel? Zu wenig. Die Firma war mit mindestens 4 Millionen verschuldet voriges Jahr. Heuer wird es sogar noch ein bisschen mehr sein. Apropos, darf es ein bisschen mehr sein? Darf es vielleicht noch ein Schluck Bier sein? Nein, nein, danke schön. Was kann er nur mit dem Geld gemacht haben? Ja, vielleicht hat er damit dringende Schulden bezahlt. Wäre aber auch möglich, dass er sich in irgendein größeres Geschäft eingelassen hat, um zu retten, was zu retten ist. Und dass dieses Geschäft dann auch daneben gegangen ist. Und ja. Ist Ihnen eigentlich nie die Idee gekommen, dass das ein Selbstmord gewesen sein könnte? Nein, noch nie. Da bitte ich doch Komfort. Dass sich einer vor einen Lastwagen wirft, aber das bemerkt doch dann der Fahrer, macht der Anzeige nicht zu reden von Zeugen. Naja, und wenn es keine Zeugen gab? Wie meinen Sie das? Die Bundesstraße 7 ist doch keine sehr befahrene Straße, schon gar nicht im Winter und bei Nacht. Sagen wir, er hat sich in selbstmörderischer Absicht vor ein Lastauto geworfen. Der Fahrer hat einen Schock erlitten. Er hat aber auch befürchten müssen, dass man ihm nicht glaubt, dass es ein Selbstmord war, was sich da abgespielt hat. Na, er nimmt also den Toten und legt ihn einfach auf die Wiese, neben der Straße. Was, und da bleibt die Leiche dann bis zum nächsten Tag liegen, bis mein Kollege sie findet, auf einer Wiese im Schnee. Bitte, kann ich jetzt ein bisschen Bier? Ja, danke, Herr Freund. Ja, bitte schön. Na, also, lieber Herr Prendergast, das ist mir eine zu fantastische Theorie. Ah, es gibt Fälle, wo das Fantastische in der Realität am nächsten ist, sagt H.G. Wells. Und er hat mit vielem, was er gesagt hat, recht. Ja. So, jetzt machen wir noch eine zweite Flasche Bier. Also, ich habe heute eingekauft, als ob ich gewusst hätte, dass ich einen lieben Gast haben werde. Die gnädige Frau lässt fragen, ob es unbedingt sein muss. Was heißt das? Sie ist eben vom Begräbnis gekommen. Ach, und Teufel, das habe ich ganz vergessen, dass heute das Begräbnis war. Na, da komme ich morgen. Meine Frau, das ist mir aber schrecklich peinlich. Schon gut. Danke, Lisa. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Sehr danke, meine Frau, aber ich möchte nicht, dass Sie, ich meine, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, meine Frau. Das ist doch jetzt egal. Ich meine, wo Sie nun schon einmal da sind. Bitte. Danke sehr. Ich hätte volles Verständnis dafür gehabt, wenn Sie mich nicht empfangen hätten. Aber Sie haben doch gewusst, dass heute Vormittag das Begräbnis stattgefunden hat. Was wollen Sie damit sagen? Naja, Ihr Kollege, der Herr Bezirksinspektor. Wie jetzt? Ja. Der war ja beim Begräbnis. Warum eigentlich? Hat er gehofft, den Mörder in der Trauergemeinde zu sehen? Ja, das ist ja Routine, sage ich mir, Frau, nicht. Man beobachtet die Reaktionen der einzelnen Trauergäste. Herr Wirz hat die ganze Zeit nur mich angeschaut. Das bilden sich nur eigene Frau. Sie haben doch sicher schon herausgekriegt, dass meine Ehe mit Sebastian Krämer gar nicht gut war. Und dass ich 1960 angeklagt war, meinen ersten Mann ermordet zu haben. Ja, aber Sie sind doch freigesprochen worden. Einwandfrei. Einwandfrei. Allerdings hat die Polizei bis heute noch nicht herausgekriegt, wer ihren damaligen Gatten ermordet hat. Na, hoffentlich hat die Polizei diesmal mehr Glück. Ich habe mit dem Tod von Sebastian Krämer genauso wenig zu tun wie mit dem Tod von Fritz Fechter. Obwohl. Obwohl? Das wird Sie wahrscheinlich schockieren. Denn ich komme ja gerade von seinem Begräbnis. Aber Ihr Kollege wird Ihnen ja erzählen, dass ich mir wenig Mühe mache, die trauernde Witwe zu spielen. Das
Sebastian Krämer... Entschuldigen Sie, Frau, wenn ich Sie unterbreche, aber ich möchte auf keinen Fall, dass Sie irgendetwas sagen, was Sie später bereuen. Ich habe auf diese Unterredung nicht bestanden. Ich will reden. Will ich sagen. Er hat das Ende genommen, das er verdient hat. Er war ein Teufel. Hat mich gequält. Seelisch und körperlich. Und jetzt stehe ich da. Ohne einen roten Heller. Völlig mittellos. Der hat alles Geld von den Banken abgehoben. Ja, das weiß ich. Und Ihre Reaktion überrascht mich nicht sonderlich. Das Geld, das spielt ja die geringste Rolle. Ich kann mich allein fortbringen. Und ich will nie mehr von einem Mann abhängen. Das soll meine Lehre aus all dem sein. Jetzt wissen Sie, wie ich fühle, und es ist mir völlig egal, was Sie für Schlüsse ziehen. Und Herr Cressin? Cressin? Ach, da hat sie Ihnen einen Floh ins Ohr gesetzt. Da ist der Herr Cressin. Bitte, fragen Sie ihn doch selbst. Wieso mich? Was soll das heißen? Er ist von der Polizei. Oh, ich spreche bei Marek. Polizeikommissariat 24. Er hat mich nach verschiedenen peinlichen Dingen gefragt. Ausgerechnet heute. Eine Frage, ich wiederhole, ich komme anders mal, wer Sie heute anverhören, befragen. Ja, danke. Ich habe offenbar meine Nervenkraft überschätzt. Ich stehe Ihnen dann morgen gerne zur Verfügung. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ja, ja, die Nerven. Frauen sind eben zarte Wesen. Sie sind aber auch gute Komödiantinnen, meistens. Zigarette? Nein, danke, ich auch nicht. Stört es Sie, wenn ich? Aber nein. Sagen Sie, haben Sie eigentlich erwartet, dass ich mich aufregen werde, wenn Sie Frau Marion hinter Ihrem Rücken beleidigen und verdächtigen? Das habe ich doch nicht getan. Doch, doch, Sie haben sie verdächtigt, dass sie diese kleine Nervenkrise nur so gespielt hat, vielleicht um weiteren unangenehmen Fragen auszuweichen. Das wäre doch möglich gewesen, ne? Bei Frauen ist fast alles möglich. Sagen Sie mal, Herr Cressin, was sind Sie denn vom Beruf? Ich? Ich bin derzeit ohne Beruf. Und was waren Sie früher? Ja. Zollfahnder in Köln. Also, Herr Kriegel, wie weit waren Sie von dem Täter entfernt, wie der aus der Bank herausgelaufen ist? Ja, gute 35 Meter. So weit? Ja. Aber der Funksteufel, haben Sie doch gesagt, Sie waren höchstens 5 Meter entfernt. Ja, das war, bevor geschossen wurde. Als dann der Schuss fiel, bin ich natürlich gelaufen, 30 Meter. Ich meine, ich habe es nicht nachgemessen, aber verläufig. Ah. Ja. Ah, dann sind Sie stehen geblieben, ne? Ja, ja, ich habe mich in ein Haustor hineingedrückt. Aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn ganz genau gesehen. Ich könnte den Täter so beschreiben, dass Sie denken, Sie hätten ihn selbst gesehen. Na, das ist ja gut. Na, hoffentlich. Entschuldigen, Herr Kollege. Jetzt hätte ich eine Frage. Was hat er denn für eine Schädelform gehabt? Bitte? Rund oder eckig? Eckig. Ja, definitiv eckig. Ja, aber eine Zeugin hat ebenso definitiv gesagt, er hat einen runden Schädel gehabt. Die Zeugin lügt, der Schädel war eckig. Ich räume ein, sie irrt sich, aber dieser Schädel war eckig. Die Augen, die waren ganz klein und grau und die Nase war kurz, ganz kurz, wie bei einem Bullterrier. Und die Ohren klein, länglich und das Kinn spitz. Mhm. Ja, spitz, so wie... Wie bei König Drosselbart. Ein hässlicher Mensch. Ich habe den Herrn des Hauses in den 3 Wochen, die ich Marion, ich meine Frau Krämer, kenne, nicht zu Gesicht bekommen. 3 Wochen geht das schon? Ja, 3 Wochen. Vor 3 Wochen habe ich sie kennengelernt. Man sagt, dass die Frau ihre Geliebte ist. Wer sagt das? Die Tochter? Ja. Die Tochter? Ja, wissen Sie, das ist ja auch so ein Kapitel. Das Mädel ist ganz vernarrt in ihren Vater gewesen. Ein richtiger Komplex. Ödipus auf weiblich sozusagen. Und deshalb hasst sie ihre Stiefmutter.
Es heißt aber, dass die Tochter sehr ruhig war, wie sie vom Tod des Vaters erfahren hat. Ja, äußerlich schon, aber es hat sich furchtbar getroffen. Und der Bräutigam? Ach, der Baron. Ja, wissen Sie, das ist ein seltsames Paar. Vielleicht hat es der Vater so gewünscht, vielleicht hat diese merkwürdige Verlobung auch andere Ursachen, also das kann ich nicht beurteilen. An Liebe glauben Sie nicht? Also in diesem Fall nicht. Allerdings ist Baron Terp im Umgang mit Frauen sehr gewandt. Ja, Sie aber auch, Herr Grissi. Nur bitte, ich habe einen Ruf zu verteidigen. Schließlich habe ich ja wegen Weibergeschichten meinen Posten beim Zoll verloren. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Grissi. Pardon, wenn ich störe, Herr Oberinspektor Marek? Ja, der bin ich, bitte. Mein Name ist Terp, Baron Terp. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen, aber vielleicht bietet sich demnächst eine bessere Gelegenheit. Ach, soll ich das so verstehen, dass Sie auf meine Gegenwart keinen Wert legen? Ja, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Ich verstehe auch unausgesprochene Winke. Auf Wiedersehen, Herr Oberinspektor. Wissen Sie, weshalb der beim Zoll rausgeflogen ist? Ist er das? Das heißt wegen Bestechung. Ich traue es ihm zu. Das wollten Sie mir sagen? Nein. Aber das ist ja auch egal. Frau Krämer ist ja jetzt Witwe. Das löst gewisse Probleme sowieso. Also, was wollten Sie mir sagen? Ich? Nichts. Aber Sie sind doch hergekommen in der Absicht, mir etwas zu sagen. Sie haben es doch selber gesagt. Also, jetzt haben Sie sich offenbar überlegt. Was wollten Sie mir sagen? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Was sollte ich Ihnen zu sagen haben? Na, zum Beispiel, dass Sie Angst haben. Wie kommen Sie denn darauf? Denkt man schon die ganze Zeit. Und wenn Sie... Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich kann nicht. Herr Terp, die Polizei ist dazu da, um Sie zu schützen, aber man soll nicht reden. Also, vor wem haben Sie Angst? Vor ihr. Vor Marion Krämer. Was? Vor Frau Krämer? Sie das sagen, glauben Sie, was Sie wollen, aber ich kann Ihnen versichern, wenn ich nicht acht gebe, dann schlagt die Falle zu. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass ausgerechnet Frau Marion Krämer eine Frau ist. Sie ist so schön, nicht? So warm. Ihre Art, ihre Stimme, ihre Augen. Alles so weiß, so sanft. Wie Samt. Sie werden sie vielleicht aus Abneigung gegen Herrn Krasin. Krasin. Ihnen droht diese Falle genauso wie mir. Auch Sebastian Krämer ist in diese Falle gegangen. In diese Samtfalle. Und jetzt ist er tot. Ermordet. So. Das ist jetzt nach dem gezeichnet, was Sie mir beschrieben haben. Es müsste sein. Darf ich? Bitte. Großartig. Ein großartig. Wie Sie das getroffen haben, das ist er. Das ist er. Genauso wie er lebt und lebt. Der Räuber aus der Spiegelgasse. Ein wirklich großartig. Großartig. Sehr schmeichelhaft. Aber auf meine Kunst kommt es nicht an. Sondern auf Diagnostizierung. Ja. Sie können also mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Bankräuber so ausgesehen hat. Ja, das ist er. Das ist er. Ja. Na, Gott sei Dank. Na, Moment mal. Bitte. Sie sind kurzsichtig. Nicht? Sie haben jetzt da gerade Ihre Brille herausgenommen, ja, um sich das Bild anzuschauen. Wie viele Dioptrien haben Sie eigentlich? Fünf. Das ist aber viel. Sehr viel, sogar. Sagen Sie, und Sie tragen diese Brille nie auf der Straße? Oh ja, manchmal schon. Ja, jetzt passen Sie aber einmal genau auf und antworten Sie wahrheitsgemäß. Na, bleiben Sie sitzen. Haben Sie diese Brille damals getragen, als Sie Zeuge dieses Raubüberfalls geworden sind? Ja. Das heißt, ich weiß nicht genau. Aber ja, ich glaube ja. Ja oder nein? Ich kann mich nicht erinnern. Wertlos. Ihre Aussage ist völlig wertlos. Für uns und für das Gericht erst recht. Selbst wenn die Polizei einen Mann erwischt, der so aussieht, wie Sie ihn gesehen haben wollen, oder besser gesagt, was man halt so sehen nennt,
bei 5 Dioptrien, wenn man keine Brillen auf hat. Keinerlei Beweiskraft. Hoffentlich ist Ihr dritter Zeuge mehr wert. Noch nicht so grob in aller Früh. Ich kann diese übertriebene Maskulinität nicht leiden. Außerdem fassen Sie mich bitte nicht an. Ich bin kitzlig. Reden Sie nicht so viel. Ich muss nur herein in die warme Stube. Die warme Stube ist gut. Was ist denn das für eine Figur? Das ist der Friseur Schlöter, der im Zusammenhang mit dem Bankraub in der Spiegelgasse gesucht wird. Brauchen Sie uns noch, Herrn Speck? Ich danke Ihnen schon, meine Herren. Ja, ich danke Ihnen auch, meine Herren. Thomas, setzen Sie sich da, bitte. Ja, ich bin nicht frei. Ich möchte aber gleich bemerken, dass ich unschuldig bin. Also was ich meine, im Hinblick auf Raubüberfälle, so was Brutales würde ich nie machen. Nie. Dazu bin ich ein viel zu empfindsames Kind. Was sind Sie? Ein Kind? Ja, nicht den Jahren nach, was sogar ein Polizist auf den ersten Blick sieht. Aber seelisch, dieses Kind. Kein Engel ist so rein. Ach, das hätte Goethe auf mich sagen können. Kennen Sie Goethe? Ja. Nein, ich meine nicht persönlich, sondern seine Werke. Hier ist kein Literaturseminar und keine Märchenstunde. Der Faust ist doch kein Märchen, Sie kleiner Schäker. Was verbiete ich mir? Was, den Schäker? Sie wissen genau, dass ich das Märchen von Ihrer Unschuld gemeint habe. Was ist mit dem? Es liegt ein Haftbefehl vor, aber der Mann war ja sehr schwer zu fassen, weil er nämlich keinen ordentlichen Wohnsitz hat. Ha, so ein unordentlicher Mensch hat keinen ordentlichen Wohnsitz. Pfui, pfui. Ich bin aber täglich im Café Zirnbauer anzutreffen. Mhm. Aber nicht für die Polizei, der ist nämlich schon zweimal davon, mitten durch die Leute. Bei Gott. Aber heute haben wir ihn ja erwischt. Direkt anschleichen haben wir uns müssen. Ja, von hinten. Wie laviniert, was? Also direkt vom Frühstück weg. Darf ich jetzt mal zu Protokoll geben? Also ich sitze da ganz harmlos beim Frühstück. Plötzlich stehen die drei Kerls, nein, zu viel ist los, pardon, die drei Herren vor, hinter und neben mir. Also wie ich die Uniform gesehen habe, habe ich es gleich gefressen gehabt. Sie? Nein, 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 ich meine mein Frühstück. Und dann haben sie mich in die Mitte genommen, wie einen ganz gewöhnlichen Verbrecher, und mich mitten durch das Kaffeehaus transportiert. Es war mir unendlich peinlich. Willst du uns also nicht sagen, Kaffee-Zirbelbauer, kennt man doch. Sind doch nur Homosexuelle. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Die Kaffeeköchin ist stinknormal. So. Und darf ich die Herren bei der Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass der Paragraph 129 römisch 1-b nicht mehr stimmt. Also jedenfalls gibt es dafür keine Strafe mehr. Ne? Na, na komm, verwöhn mich doch nicht so. Wegen des Paragraph 129 römisch 1-b sind Sie auch nicht hier. Ja, da hat er recht. Ne? Nein, wegen der Beteiligung an dem Bankraub in der Spiegelgasse. Als Mitwisser, Helfershelfer und wahrscheinlich auch Erzähler. Was? Das soll alles ich gewesen sein? Ausgerechnet ich, der der harmloseste einer bin? Herr Polizeirat, ich schwöre Ihnen bei was... Ja, Herrn Sauf, Herrn Sauf! Glaub Ihnen sowieso kein Wort. Sie ungläubiger Thomas, Sie lieber kleiner Ungläubling. Lick, 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 lick. Sind Sie deppert? Ja. Wollen Sie mich bezirzen? Ja, warum nicht? Das wäre doch mal was Neues, nicht Sherlock Holmes im Himmelbettchen. Personalien, setzen Sie sich dorthin. Na ja, wenn er mich schickt. Ah! Ein Weib! Hallo! Also, wie heißen Sie? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Sie? Das, das wissen Sie doch. Schlüter. Sämtliche Vornamen. Heinrich Otto. Heinrich heiße ich nach meinem Großvater, Otto nach Bismarck. Was? Nach dem Reichskanzler? Ja, was denn sonst? Doch nicht nach dem Hering. Spitznamen. Was ist das? Okay, okay, okay. Stellt sich naiv wie eine Jungfrau. Spitznamen. Na, Wirt, was ist los? Wie man sie in der Unterwelt nennt. Ja, was ist denn jetzt schon wieder mit der Unterwelt? Wie man sie dort nennt. Man nennt mich nur Mimi. Mimi, 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 ich bin heiser. Bohem. Jetzt passen Sie mal auf, Sie abwegiger Komödiant. Sie von Verdi.
Wenn Sie sowas noch einmal machen, können Sie was erleben, Sie Sängerknabe. Mit sowas wie Ihnen werden wir noch lange fertig. Verstehen's? Oh, jedes geflüsterte Wort. Ja, ich liebe brutale Männer. Schlag mich, töte mich, morde mich. Lust. Lust? 24 Stunden wegen Verhöhnung eines Polizeibeamten im Dienst. Ja, oder das. Na, also, jetzt haben Sie es. Ja, ein unfreundlicher Charakter, der Herr Kollege. Hm? Na, also, sagen Sie Ihren Spitznamen. Also gut, aber auf Ihre Verantwortung. Also, mein Spitzname ist... Nein, ich schäme mich so. Machen Sie nicht lächerlich. Also, wie ist Ihr Spitzname? Dampfnudel. Was? Was ist denn das? Eine süße kleine Nachspeise. Ein Milchspeis. Ich habe den Spitznamen in Stuttgart bekommen und ist mir bis hierher gefolgt, der Böse. Aber nur wirklich gute Freunde dürfen mich so nennen. Hm? Herr Bezirksinspektor? Ja. Soll ich das ins Protokoll schreiben? Ja, bitte. Aber Gänz, der ist doch nicht normal. Ach, die Polizei merkt aber auch alles. Geburtsdaten? Geboren in Kiel am 2. März 1922. Ein Försch. Eine kleine Kieler Sprotte. Ich sehe aber doch toll jung aus für mein Alter, ne? Vorstrafen? Aber sure. Hauptsächlich für den Paragraphen 175. 129. Ja, bei euch. Der jetzt außer Wirkung ist. Jetzt! Ja. Nachdem er mich damit unglücklich gemacht hat. Seinerzeit, in meiner Jugendzeit. Es wäre alles anders gekommen mit mir, wenn dieser gottverfluchte Paragraph nicht gewesen wäre. Jetzt tut er sich auch noch leid. Sie haben doch auch noch gegen andere Paragraphen verstoßen, nicht? Ach klar, Mensch, hab ich. Aber gelernt habe ich das alles erst, wie ich wegen diesen Scheißparagraphen gesessen bin. Im Kerker gibt's böse, böse Menschen. Man hat mich verführt und verführt und verführt. Rührend, rührend, rührend. Sind ja auch noch andere wegen dieses Paragraphen gesessen und sind nicht gleich ausgekochte Ganoven geworden. Sie sind mir so direkt, aber nicht. Sie haben kein Recht, mich zu beleidigen. Oh, pardon, pardon, gnädiger Herr. Oder soll ich sagen, gnädige Frau? Wie komisch! Ich wälze mir vor Lachen, also später, wenn ich hier weg bin. Erstens... Ach, jetzt wird er intim. Erstens werden wir Sie jetzt noch 24 Stunden in einer unserer reizenden Zellen beherbergen. Und zweitens werden Sie uns jetzt noch ein paar Fragen beantworten, Bernd. Mehrere. Sie sind doch gelernter Friseur, Herr Schlitter, nicht? Ja. Also Sie möchte ich gerne mal rasieren. So. Sie stoßen uns doch keine gefährlichen Drohungen aus. Oh, das war nur ein Scherz, Herr Oberpolizeirat. Aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, was man mir vorwirft. Hm? Ah, da hat er mich berührt. Sie sind bekannt dafür, dass Sie Ganoven Perücken und falsche Bärte zur Verfügung stellen und bei der Verkleidung helfen. Ist doch lächerlich. Ich hab doch nicht mal einen Laden. Was brauchen Sie denn dazu ein Geschäft? Was hat er denn dem Bankräuber zur Verfügung gestellt? Eine Herrenperücke, möglicherweise einen Schnurrbart. Eine Zeugin hat den Bankräuber angeblich mit einem Schnurrbart gesehen. Ist auch egal. Auf jeden Fall kennt er den Bankräuber. Also, kennst ihn oder kennst ihn nicht? Ach, viel lieb, jetzt duzt er mich. Gusch. Ein kompliziertes Persönchen. Noch nicht. 48 Stunden Arrest. Einzelzelle. Nein, Einzelzelle geht nicht. Wir sind überbelegt. In jeder Zelle sind mindestens drei Mann. Was, drei Mann? Oh, das kann man doch gar nicht annehmen. Na, das wird ja noch eine vergnügliche Angelegenheit werden. Rufen Sie an. Wir sollen sofort abholen. Wir sperren ihn zuerst ein und verhören ihn dann später. Ich habe das Gefühl, das wird dann bedeutend einfacher sein. Jetzt mitten am Vormittag. Aber sie schläft nicht. Soll ich sie melden? Nein, bitte stören Sie Frau Krämer nicht. Ich bin froh, dass sie sich ein wenig hingelegt hat. Sie braucht jede Minute Ruhe. Kann ich etwas für Sie tun, Herr Gressin? Nein. Kaffee, Tee, einen Schnaps, eine Zeitung? Was zu lesen? Nein, danke. Das ist die gnädige Frau. Ich werde sagen, dass Sie da sind. Yes. Dunkel so, sagen Sie? Ganz dunkel. Schwarz, könnte man sagen. Ah ja? Na schön. Machen wir ihm schwarzes Haar? Wir machen ihm sogar rabenschwarzes Haar. Ich nehme eine Dusche, wie Sie sehen. Damit es möglichst ähnlich wird. So, oje. Was ist denn? Nein, ist nichts.
Ich glaube, die hat mich angeputzt. Oh Gott, die Frau Becker, ich werde schimpfen. Polizeikommissariat 24, Wodak. Ja, einen Moment bitte, Herr Inspektor Berntner, für Sie, Sicherheitsbüro. Aha, ja, geben Sie mir sein. Da schauen Sie hin, Susi. Was denn? Da, Kurt 24 Berntner. Jetzt, was ist denn das? Ist das ein Dusch? Sehr, ja, stören Sie sich nicht. Sie auf, das ist doch eine ich meine, das kann man... Ja, ist schon gut. Ja. Sagen Sie, wie hat er denn so? Jetzt ausgesagt? Jetzt hat er ganz schwarze Haare. Ja, ja. Jetzt müssen Sie mir eigentlich nur noch sagen, ob der Täter so ausgesehen hat. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Kollege. Genau so. Danke vielmals. Auf Wiederhören. Wir leibten. Wiederhören. Na ja. Na, sehr gut. So, die Geschichte ist erledigt. Sie haben den Bankräuber aus der Spiegelgasse. Na also. Ja, umsonst eine ganze Zeit. Ja, allerdings. Ja, das sowieso. Das hat ihn nämlich keiner von den Zeugen auch nur annähernd richtig beschrieben. Der ist auffallend klein. Nur 1,54 groß. Ferner hat eine Glatze, daher die Perücke, die er im Klassenraum verloren hat. Und das hat auch kein Zeuge angegeben, die Glatze. Was ich immer sage. Es gibt keine Menschen auf der Welt, der beschreiben kann, was er auch nur 10 Minuten vorher gesehen hat. Entschuldigen Sie, reden Sie von meinem Bankraub? Na sicher. Ich meine, von dem Bankraub, wo ich den Täter gesehen habe? Ich weiß nicht, was Sie gesehen haben, aber was Sie beschrieben haben, also der Täter weiß nicht. Sie können nach Hause gehen. Danke. Bitte. Bitte schön. Unglaublich, 1,54. Wer weiß, wenn die da zusammengefangen haben. Naja. Berndtners Zeugen sind die Besten. Hm? Ja, das hätte Ihnen aber genauso passieren können, nicht? Sagt einmal, gibt's denn da näher gutes Gasthaus? Möchte zwischendurch was essen gehen? Hast du auch redlich verdient nach deinen genialen Fälschungen, ne? Allerdings. Wo warst du denn gestern? Gestern? Na, gestern habe ich was mitgehabt. Ja, gehen Sie den Zinko gleich rechts um 6, sehr gut. Ah ja? Ich hätte nämlich noch einen kleinen Weg. Ihr seid bis 3:30 da? Kann ich meine Sachen da lassen? Ja, selbstverständlich. Am Abend soll ich dann noch aufs Court 25. Da gibt's Zeugen, die haben einen Sexualverbrecher gesehen. Wahrscheinlich war es ein dressierter Schimpanse. Weißt du, jetzt? Ja. Na, also dann Wiederschauen dabei. Wiedersehen. Das ist ja recht, wenn Sie schimpft, die Bäckerin. Jetzt putzt die der Bäckerin noch den Dreck gleich. Das ist nicht zu passen. Na, glauben Sie, hören wir das wieder an, morgen in der Früh? Wirt, steh dich an, du gehst mit mir. Ja, wohin denn? Den Terp holen wir uns. Sicherheitsbüro hat angerufen. Du weißt du, wo der wohnt? Ja, im Imperial. Aber wenn er nicht dort ist, dann wissen wir ja, wo er zu finden ist. Komm. Ja. Mitten in die Stirn hat sie ihn erwischt. Kommen Sie mir, Frau, das ist nichts für Sie. Ich kann das nicht sehen. Und Sie haben nichts gehört, keinen Schuss. Ich war die ganze Zeit in meinem Zimmer. Ja, ja. Und Sie haben auch nichts gehört? Nein, ich habe auch nichts gehört. Ich war die ganze Zeit bei der gnädigen Frau. Ja, ist gut, Sie können gehen. Du? Ja? Das muss erst vor ganz kurzer Zeit gewesen sein. Das kenne ich mich gar nicht mehr aus. Aber was, ruf mal Sicherheitsbüro an. Sollen die sich da wirken? Gehen Sie bitte spitzens den Bleistift nicht so, dass der ganze. Wie gehen Sie denn eine Art von der Bäcker? Warum scheißt denn mir an? Aber wir wissen schon nicht, was wir mit den Heften Schlüter tun sollen. Wieso? Was macht er denn? Na, zuerst war es ja manierlich und komisch und voller Komplimente für jeden. Dann war er nach und nach ganz ruhig und auf einmal hat er zum Toben angefangen. Aha. Aber wie? Und wie wir dann eingeschritten sind, die Wache, da hat er plötzlich zum Weinen angefangen. Aha. Und jetzt tobt er und heult er abwechselnd und will unbedingt vorgeführt werden. Wen? Na, euch. Egal, wer es ist, sagt er. Ja, dann bringen Sie ihn heute her, Inspektor. Der will irgendeine Krankheit simulieren wahrscheinlich, ne? Ja, das können Sie alle. Mir tut so leid. Das ist ein Verbrecher, wie jeder andere Verbrecher auch. Trotzdem. Der kann doch nie eine Familie gründen. Aber. Mit Kindern zum Beispiel. Habe ich Ehre. War was los hier für mich? Nichts Besonderes. Ein Anruf war da aus St. Pölten vom Gendarmerie-Postenkommandanten. Aber er hat dann mit dem Herrn Oberpolizeirat selber gesprochen. Gut ist. Anfordern, ja. Sicherstellung von Wertgegenständen, insbesondere Gemälde. Ja. Gartenallee 45. Ja. Den Terp Rams? Erschossen. Was? Wirklich? Den Baron aus Riga? Ja, das Sicherheitsbüro haben wir schon verständigt. Was hat denn der da vorhin wollen? Ach, der Friseur, der Schlüter, macht Schwierigkeiten im Arrest. Ah, Papas Liebling. Na ja,
Was macht er denn? Na, der will irgendeine Krankheit simulieren. Zuerst hat er getobt, dann hat er geweint und jetzt verlangt er, vorgeführt zu werden. So ähnlich habe ich mir es auch vorgestellt. Was ist los? Was ist mit dem Häftling? Ach, ein schwuler Unterweltler, Friseur, hat verschiedenen Ganoven, je nach Bedarf, Perücken oder falsche Bärte geliefert. Wahrscheinlich hat er das auch beim Bankraub in der Spiegelgasse gemacht. Mhm. Nun, der Bankraub in der Spiegelgasse ist ja geklärt, ne? Erst ist ein Mitwisser, wenn nicht Mitschuldiger. Beim ersten Blick sehen, dass der high ist. Hei? Ja, Wirkung vorbei. Und jetzt ist der große Zusammenbruch. Da ist für uns noch was zu ehren, auch noch in anderen Sachen. Wir sehen, der speibt wie ein Reif. Also ich liebe solche Verhörmethoden nicht. Was heißt Verhörmethoden? Der will was von uns, nicht wir von ihm. Und was sein Zustand angeht, was interessiert es uns? Dankeschön. Ja? Also bitte, mach, was du willst. Bitte, was heißt Hai? Hai? Da muss man alles dreimal sagen. Haben Sie noch nie was von Rauschgift gehört? Dieses Kind, kein Englisch zu reimen. Also das verbiete ich mir. So, wir entschließen müssen den Häftling. Er hat schon wieder getobt. Zwei gegen ein. Ist ja feig und brutal. Nimm's mir sofort das Ding da ab. Kann sich nicht mal die Tränen abwischen. Schau her, das Bubi weint. Sie! Wenn Sie nicht sofort aufhören mit Ihrem sadistischen Gerede, dann springe ich aus dem Fenster. Bitte, 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 Bernd, dann machen Sie das Fenster auf, recht schön weit, damit er besser springen kann und uns keine Fensterscheiben kaputt machen. Ach, schön, sehr schön, einen kranken Menschen so zu verhöhnen. Ach, Sie sind krank? Warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Na, Sie Schwein! Sie haben doch gewusst, was mit mir los ist. Sie haben mich eingesperrt, weil Sie gewusst haben, dass ich völlig hilflos bin, wenn es vorbei ist. Ich will ja nicht mehr meckern. Meckern nennt er das. Sagt zu mir Schwein, nennt das meckern. Es ist mir passiert, aber ich nehme es zurück. Das sind so Wellen, so Wallungen. Ich beherrsche mich schon jetzt. Rührend, wunderbar. Und wenn Sie uns jetzt noch sagen, was Sie zum Beispiel über den Bankraub in der Spiegelgasse wissen? Ja, nichts weiß ich gar nicht. Ah, nichts. Wir sind wieder in die Zelle zurück. Nein, Sie wissen doch, was mit mir los ist. Sie wissen doch, was ich brauche. Einen Schuss, nur einen einzigen Schuss. Einen Schuss? Wissen Sie, was das heißt? Keine Ahnung. Nein, Sie wissen es doch. Beide. Lassen Sie mich raus, nur für eine Stunde, eine halbe Stunde. Ich kann mir das auch in 20 Minuten verschaffen. Sie wissen doch, das wäre illegal. Ne? Jetzt verhöre ich Sie einmal über den Bankraub in der Spiegelgasse. Mensch, 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 sind Sie denn überhaupt noch ein Mensch? Können Sie denn so niederträchtig sein und mich leiden lassen wie ein Tier, nur um rauszukriegen, wer dreckiges Geld geraubt hat? Ich glaube nicht, dass Sie leiden. Ich glaube, Sie simulieren. Ja, ich wünsche es. Ja, bei Gott, ich wünsche es. Sie besser nicht so abgebrüht. Sagen Sie ihm doch, dass er mich rauslassen soll. Nur für eine halbe Stunde. Das geht nicht. Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, müssen wir den Amtsarzt holen. Nicht wohlfühlen! Sie sind ja der König, der Untertreiber, Herr. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich kann nicht mehr atmen. Ich ersticke. Ja. Dann nehmen Sie mir doch diese gottverdammten Fesseln ab. Sehen Sie denn nicht, dass mich ein Krampf nach dem anderen schüttelt? Die Fesseln können wir mir abnehmen. Wir sind ja viele Meinung. Natürlich. Wir sind ja keine Unmenschen. Nehmt ihm die Fesseln ab. Aber nur kein falsches Mitleid. Vergesst nicht, dass dieser heulende Herr da ein Verbrecher ist. Ne? Wie er uns etwas über den Bankraub in der Spiegelgasse erzählt hat, kommt er ins Inquisitenspital. Naja, ich bin bitte, lass mich weg. Ich weiß schon, wohin. Aber ihr müsst doch einsehen, dass ich wenigstens einen Schuss haben muss. Also den Täter, den haben wir schon. Aber da waren doch noch Komplizen dabei. Ne? Gehen wir, Herr Schlüter. Spucken's aus, keine Müdigkeit. Gehen wir. Gott, kann man denn einen Menschen nur so quälen? Ich weiß doch nichts, ich hab doch mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt, aber bitte, 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 ich sage euch, was ihr wollt, ich bringe meinen besten Freund ins Kriminal, wenn ihr es verlangt, ich liefere euch aus, wen ihr wollt, aber lasst mich doch weg,
Eine Stunde, eine halbe Stunde. Ich krepiere, ich kann nicht mehr, wenn ich meinen Schuss nicht bekomme. Ich gehe doch vor die Hunde. Was ist da los? Schreiten der da so herum? Oh, Herr, ich weiß nicht, was Sie sehen, aber Sie haben hier was zu reden. Ich küsse Ihre Hand. Ich bitte Sie, was ist das? Man hat mich verhaftet, man hat mich hierher gebracht, aber ich habe keinen Widerstand geleistet. Ich war heil, eine herrliche Viertelstunde war es, die letzte Viertelstunde. Ja, und dann ist es abgeflacht und dann kam das, was ich so gefürchtet habe, was jeder fürchtet, der es kennt. Und jetzt, ich kann einfach nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, Herr, retten Sie mich. Hey, wenn Sie uns sagen, wer noch beim Banküberfall in der Spiegelgasse beteiligt war. Nein, ich weiß nichts davon. Ich weiß noch nichts davon. Geh. Du hast doch die Perücke gemacht, die am Tatort gefunden wurde. Aber das ist doch Quatsch. Wer verkleidet sich denn heute noch? Das gibt's doch gar nicht mehr. Ja, gut, man rasiert einen den Bart weg, man färbt einen die Haare, aber verkleiden, das ist doch lächerlich. Niemand nimmt heute eine Perücke. Mensch, sag mal, geht das denn nicht in deinen Idiotenschädel was ist, hinein? Was ist mit dir? Dann muss man das in den Schädel reinschlagen. Was bist du? Und vielleicht bin ich erleichter. Schließen! Wenn du hin bist, du Hurensau, du Blöd. Schließen! Die Brille! Rufen Sie das Sicherheitsbüro an. Sie sollen ihn abholen. Aber machen Sie das dringend. Der bringt uns hier noch alles durcheinander. Sowas. Mir tut so einer trotzdem leid. Ja, mir nicht. Also gut, mir auch. So, da bin ich wieder. Servus. Also ich muss ehrlich sagen, so ein Kalbsgulasch mit Nogerl, das habe ich schon lange nicht gegessen. Wirklich, herrlich. Und so ein gepflegtes Bier und ein wunderbarer Salzstange. Das war einmalig. Du, ich sag dir, das macht sogar ein Staatsbeamtes Leben lebenswert. Haben Sie mir herrlich empfohlen, Herr Kollege, danke. Glänzend, der Zinkrug, wunderbar. Achso, ja. Selbst einmal. Ja? Und Dank. Da war doch ein Polizeizeichner hier. Ja, ich bin's, Royer, mein Name. Angenehm, Marek. Herr Kollege, Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Dienstlichen? Selbstverständlich. Also, gar so selbstverständlich ist das wieder nicht. Du, und jetzt hat mich einer gebeten, ich soll seine Frau und seine zwei Kinder zeichnen. Ja? Wenn der Dienstzeit das nichts kostet. Passen Sie mal auf, ja. Herr Kollege. Dieser Mann steht unter dem Verdacht des zweifachen Mordes, gell? Was das ist, aber ist ja, sicher? Ja, lass mich. Könnten Sie mir den ohne Bart und ohne Brille zeichnen? Ich meine, wie der ohne Bart und ohne Brille aussehen würde. Ja, das geht schon. Ja. Handelt es sich tatsächlich um einen zweifachen Mord? Ja, und wenn wir nicht bald klar sind, gibt es einen dritten. Willst du was? Ich reise ab. Ich nehme an, es ist dir in keiner Weise unangenehm. Ich habe es erwartet. Es ist ja alles total verschuldet. Du wirst auch weg müssen. Ja. Ich muss weg. Hast du mir noch irgendetwas zu sagen? Nichts. Gar nichts. Dass du zwei Menschen am Gewissen hast, weißt du ja. Das ist gemein. Aber es ist noch nicht vorbei. Isabel, nimm dich in Acht. Es ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber du ja. So bitte. Kommen Sie weiter. Danke. So, bitte schön. So, legen Sie ab. Dankeschön. Ich mache inzwischen nur Licht. Bitte, da. Dankeschön. So, bitte schön. Danke. Ja, hübsch haben Sie es hier. Ich habe nur zweimal in der Woche eine Raumpflegerin. Heute war sie da. Haben Sie sie nicht weggehen gesehen?
Nein, ich bin auch eben erst gekommen, kaum eine Minute bevor Sie gekommen sind. Mhm. Manchmal verspätet sie sich und ich treffe sie noch. Heute ist sie glücklicherweise schon fort. Wieso, was heißt glücklicherweise? Setzen Sie sich. Dankeschön. Sie sind also Herr Grissi? Ja. Und Sie sind Sebastian Krämer? Ja. Ich bin Sebastian Krämer. Und wenn Sie die geringste verdächtige Bewegung machen, schieße ich. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Ich meine vorderhand. Aber ich sehe, Sie haben Angst und ich bin nicht unbewaffnet. Bitte. Nehmen Sie meine Pistole, ich brauche sie nicht. Bitte. Ich verlasse mich darauf, dass Sie vernünftig sind und einsehen, dass Ihre Lage hoffnungslos ist. Sie glauben also nicht, dass ich schießen werde? Nur wenn Sie es für unbedingt nötig halten würden. So wie Sie es bei Tarp für nötig gehalten haben. Wie kommen Sie darauf? Stimmt doch. Oder ein Geständnis von mir? Dazu sind andere da. Wieso wissen Sie, dass ich nicht Prendergast bin? Der Besuch Ihrer Tochter. Ich bin ihr gefolgt bis hierher. Und dann habe ich Sie gesehen, Herr Krämer, in Ihrem Haus. Sie waren das? Ja, ich. Ich habe den Schuss gehört und habe Sie laufen gesehen. So läuft nur einer durch Haus und Garten. Der Mann, dem Haus und Garten gehören. Und dann... fehlte das Gemälde. Die Bilder waren der Grund, warum Sie nochmal in das Haus zurückgekommen sind. Sie waren ein Teil Ihres Kapitals. Tarp hat Sie gestört, deshalb musste er sterben. Sie konnten aber nur eines Ihrer Bilder mit sich nehmen. Fatalerweise war es das Wertvollste. Eine weitere Bestätigung. Und um sicher zu sein, mussten Sie mich hier aufsuchen. Gut. Und weshalb allein? Ich hatte mir gedacht... Ein verhängnisvoller Denkfehler. Ich weiß doch schon lange, dass Sie hinter mir her sind. Dienstlich. Dieses Märchen vom davongejagten Zollfahnder haben Sie meiner Frau und meiner Tochter erzählen können. Ich habe es nicht einen Moment geglaubt. Auch meine Tochter hat gezweifelt. Aber mehr als Abneigung gegen Sie. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Hand weg aus der Tasche. Hand hinauf. Hatten Sie gar nichts anderes mit Ihrer Tochter zu besprechen? Doch. Ich nehme Sie nämlich mit. Nach Südamerika. Ich will... Ich will kein Geständnis, Herr Krämer. Ich lege aber eines ab. Und wissen Sie warum? Hand weg von der Lade! Weg! Von der Lade. Wissen Sie warum? Es ist nicht so leicht, auch für mich nicht, einen unbewaffneten Mann zu erschießen. Aber wenn der zu viel weiß, dann muss er sterben. Verstehen Sie? Was sollte Ihnen mein Tod nützen? Sie können hinderlich sein für Sie. Der Transport ist schon unterwegs. 80 Tonnen uranhaltiges Gestein, das größte Ding, das je gedreht wurde. 24 Tonnen fahren jetzt Richtung Walserberg. Sie müssen... jeden Augenblick jenseits der Grenze sein. Wenn das der Fall ist, werde ich hier angerufen. Dann kann ich endlich weg, weg! Aus dieser kleinen, muffigen Welt, von dieser Frau, die ich hasse, und von den dummen Schulden. Ich fange ein neues Leben an. Drüben. Mit zwei Morden am Gewissen.
mit 3 Morden am Gewissen. Mit 3. Warum haben Sie sich in diese Sache eingemischt? Sie Idiot, auf eigene Faust. Jetzt stehen Sie da und kein Mensch auf der Welt kann Ihnen helfen. Darf ich rauchen? Ja. Aber versuchen Sie nicht, mir die Tabatier ins Gesicht zu werfen oder sowas. Ich schieße sofort. Unbarmherzig. Ja, das wollen Sie doch sowieso tun. Ich muss. So wie dieses Telefon hier klingelt, schieße ich. Soll ein Signal sein. Fällt mir verdammt schwer, das können Sie mir glauben. Bei den beiden anderen war das ganz anders. Prendergast. Ich hatte Streit mit ihm, habe ihm diesen schweren Aschenbecher an den Kopf geworfen. Er war tot. Ich hatte das nicht gewollt. Und Terp? Der hätte mich verraten. Der hätte diesem Marek alles gesagt, dieser Feigling. Er hat Angst gehabt. Und Sie haben das Pech, dass ich noch 8 Tage brauche, um die Sache zu Ende zu führen. Dann erst bekomme ich das Geld für Südamerika. Wie soll ich diese 8 Tage überstehen? Hände weg von dem Buch, Buch zurück. Wie soll ich diese 8 Tage überstehen, wenn Sie leben? Warum haben Sie das nicht früher bedacht? Ich bin doch kein kaltblütiger Mörder. Prendergast war ein Zufall. Auch wenn Sie vielleicht denken, ich hätte ihn nur getötet, um seine Identität annehmen zu können. Ach, einen Dreck, denke ich! Ich will nur... Ich will nicht krepieren, ich will nicht ab! Ich will das auch nicht! Ich will es nicht! Auch der war ein Zufall! Er war zynisch! Es ist mir nichts übrig geblieben, als ihn zu erschießen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie zu erschießen. Wenn dieses Telefon klingelt. Ach, hören Sie auf mit diesem verdammten... Wenn dieses Telefon klingelt! Sie kommen nicht durch, Krämer. Es steht 100-1 gegen Sie. Schauen Sie, was haben Sie davon, wenn Sie mich auch doch erschießen? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr denken. Sie haben mich völlig durcheinander gebracht. Ich weiß nur eines. Wenn dieses Telefon klingelt, schieße ich. Es könnte doch jemand anderer sein, der Sie anruft. Ihre Tochter. Oder... Oder? Oberinspektor Marek. Marek? Was heißt Marek? Wie kommen Sie auf diesen Marek? Weil er hinter Ihnen steht. Danke. Dad? So, ich muss jetzt zum Dr. Ertl hinauf, damit er endlich das Obduktionsprotokoll unterschreibt. Wenn die Herren noch einen Kaffee haben wollen, dann müssen sie sich selbst einschenken. Aber Acht geben auf die Kaffeemaschine. Warum schießt die? Damit nichts ausgeschüttet wird. Und nicht vergessen, Ihre Frau hat angerufen. Ich habe ja gerade, sie war besetzt. Was die sich betut mit der Kaffeemaschine? Was er Angst hat vor der Bäckerei. Vor dieser Bestie. Dass sie wieder mit ihr schimpft. Die braucht das nichts verschüttet. Danke, gleich. Was? Ist was? Ich sehe nur die Hosen. Ein Aktcreme habe ich schon fertig. Brauchst nicht mehr unterschreiben, gell? Ja, sei so gut, leg mal hinein. Will man noch einmal genau anschauen. Bitte, bitte. Gern. Also, wenn man das so liest, kaum zu glauben. Was? Was? Euer Verhalten. Deins und das von dem Kressin. Kressin hat eine Belobigung seiner vorgesetzten Behörde bekommen. Na eben, eben. Und du? Die Genugtuung, dass unsere Staatspolizei einen verwickelten Fall gelöst hat. Du hättest aber leicht draufgehen können bei der Geschichte. Mit einer ungeladenen Dienstpistole. Der Kressin hat eine geladene Pistole mitgehabt. Was hat sie ihm genutzt?
gar nichts. Naja, bei dem ist doch von Anfang an eine James-Bondiade, ne? Unser einer hat so schwer, an solche Leute heranzukommen, aber der Herr Gresin hat nichts anderes machen müssen, als die Bekanntschaft von der Frau und von der Tochter zu suchen. Und darin ist er ja Spezialist. Apropos Spezialist, wo ist denn der Bernd? Ne? Zentralbesoldungsamt, wegen unserer Überstunden. Ne? Mhm. Das ist auch wichtig. Der Krämer hat von Anfang an überzogen, dass der Gresin hinter ihm her ist und nicht hinter seiner Frau. Außerdem hat er nur den Vorteil gehabt, dass er nach seinem angeblichen Tod über jeden Schritt von dem Gresin informiert war. Ja, und über jeden Schritt von uns, ne? Na, ist aber. Sag mal, die Tochter, die hat von Anfang an gewusst, dass der Vater nicht tot ist? Nein, du warst sogar dabei, wie sie es erfahren hat. Und wann bist denn du auf die Idee gekommen, dass der Brendergast wirklich der Krämer ist? Weißt nicht, irgendwer hat mir gesagt, dass die Cousins waren und dass sie sich sogar ähnlich geschaut haben. Irgendwer im Betrieb, ich weiß gar nicht, wer das war. Und wie dann dieser schwule Friseur davon gefaselt hat, dass man sich heutzutage nicht mehr verkleidet, sondern sich die Haare färbt und den Bart abrasiert, da ist mir irgendwie ist mir das Bild von dem Krämer eingefallen und dass der auf dem Foto einen Vollbart hat. Ein Genieblitz. Mit aller Bescheidenheit gesagt, ne? In aller Bescheidenheit gesagt. Dass du mich nicht zu dem Krämer mitgenommen hast, das war dann der Gipfel der Genialität. Warum eigentlich nicht? Einfachste Antwort wäre, dass ich Idiot bin. Ja, aber so einfach ist das auch wieder nicht. Ehrgeiz, Eitelkeit, Jagdfieber, genau wie beim Gresin. Gresin ist ein junger Mensch und dem haben die Frauen so lange eingeredet, dass er ein toller Kerl ist, bis er es selber geglaubt hat. Vielleicht habe ich auch geglaubt, dass ich ein toller Kerl bin. Nicht? Trotzdem schon Jahrzehnte her ist, dass mir da seine Frau gesagt hat, was ist denn, was macht das? Wird die Frau Beckerig heute schimpfen. Volles Verständnis dafür gehabt, wenn Sie mich nicht empfangen hätten. Aber Sie haben doch gewusst, dass heute Vormittag das Begräbnis stattgefunden hat. Was wollen Sie damit sagen? Naja, Ihr Kollege, der Herr Bezirksinspektor. Wirz? Ja. Der war ja beim Begräbnis. Warum eigentlich? Hat er gehofft, den Mörder in der Trauergemeinde zu sehen? Ja, das ist eine Routine, sagen die Frau nicht. Man beobachtet die Reaktionen der einzelnen Trauergäste. Herr Wirz hat die ganze Zeit nur mich angeschaut. Das bilden sich eine eigene Frau. Aber Sie haben doch sicher schon herausgekriegt, dass meine Ehe mit Sebastian Krämer gar nicht gut war. Und dass ich 1960 angeklagt war, meinen ersten Mann ermordet zu haben. Ja, aber Sie sind doch freigesprochen worden. Einwandfrei. Einwandfrei. Allerdings hat die Polizei bis heute noch nicht herausgekriegt, wer ihren damaligen Gatten ermordet hat. Na, hoffentlich hat die Polizei diesmal mehr Glück. Ich habe mit dem Tod von Sebastian Krämer genauso wenig zu tun wie mit dem Tod von Fritz Fechter. Obwohl,
Obwohl? Das wird Sie wahrscheinlich schockieren. Denn ich komme ja gerade von seinem Begräbnis. Aber Ihr Kollege wird Ihnen ja erzählen, dass ich mir wenig Mühe mache, die trauernde Witwe zu spielen. Sebastian Krämer... Entschuldigen Sie, Frau, wenn ich Sie unterbreche, aber ich möchte auf keinen Fall, dass Sie irgendetwas sagen, was ich später bereue. Ich habe auf diese Unterredung nicht bestanden. Aber ich will reden. Will ich sagen. Er hat das Ende genommen, das er verdient hat. Er war ein Teufel. Hat mich gequält. Seelisch und körperlich. Und jetzt stehe ich da. Ohne einen roten Heller. Völlig mittellos. Der hat alles Geld von den Banken abgehoben. Ja, das weiß ich. Und Ihre Reaktion überrascht mich nicht sonderlich. Das Geld, das spielt ja die geringste Rolle. Ich kann mich allein fortbringen. Und ich will nie mehr von einem Mann abhängen. Das soll meine Lehre aus all dem sein. Jetzt wissen Sie, wie ich fühle, und es ist mir völlig egal, was Sie für Schlüsse ziehen. Und Herr Cressin? Cressin? Ach, da hat sie Ihnen einen Floh ins Ohr gesetzt. Da ist der Herr Cressin. Bitte, fragen Sie ihn doch selbst. Wieso mich? Was soll das heißen? Er ist von der Polizei. Oberst Inspektor Marek. Polizeikommissariat 24. Er hat mich nach verschiedenen peinlichen Dingen gefragt. Herr Wirz hat die ganze Zeit nur mich angeschaut. Das bilden sich eine eigene Frau. Aber Sie haben doch sicher schon herausgekriegt, dass meine Ehe mit Sebastian Krämer gar nicht gut war. Und dass ich 1960 angeklagt war, meinen ersten Mann ermordet zu haben. Ja, aber Sie sind doch freigesprochen worden. Einwandfrei. Einwandfrei. Allerdings hat die Polizei bis heute noch nicht herausgekriegt, wer ihren damaligen Gatten ermordet hat. Na, hoffentlich hat die Polizei diesmal mehr Glück. Ich habe mit dem Tod von Sebastian Krämer genauso wenig zu tun wie mit dem Tod von Fritz Fechter. Obwohl... Obwohl? Na, das wird Sie wahrscheinlich schockieren. Denn ich komme ja gerade von seinem Begräbnis. Aber Ihr Kollege wird Ihnen ja erzählen, dass ich mir wenig Mühe mache, die trauernde Witwe zu spielen. Sebastian Krämer... Entschuldigen Sie, Frau, wenn ich Sie unterbreche, aber ich möchte auf keinen Fall, dass Sie irgendetwas sagen, was ich später bereue. Ich habe auf diese Unterredung nicht bestanden. Aber ich will reden. Will ich sagen. Er hat das Ende genommen, das er verdient hat. Er war ein Teufel. Hat mich gequält. Seelisch und körperlich. Und jetzt stehe ich da, ohne einen roten Heller. Völlig mittellos. Der hat alles Geld von den Banken abgehoben. Ja, das weiß ich. Und Ihre Reaktion überrascht mich nicht sonderlich. Das Geld, das spielt ja die geringste Rolle. Ich kann mich allein fortbringen. Und ich will nie mehr von einem Mann abhängen. Das soll meine Lehre aus all dem sein. Jetzt wissen Sie, wie ich fühle, und es ist mir völlig egal, was Sie für Schlüsse ziehen. Und Herr Cressin? Cressin? Ach, da hat sie Ihnen einen Floh ins Ohr gesetzt. Da ist der Herr Cressin. Bitte, fragen Sie ihn doch selbst. Wieso mich? Was soll das heißen? Er ist von der Polizei. Oberst Inspektor Marek. Polizeikommissariat 24. Er hat mich nach verschiedenen peinlichen Dingen gefragt. Ausgerechnet heute. Wenn ich die Frage wiederhole, ich komme anders mal, wer Sie heute anverhören, befragen. Ja, danke. Ich habe offenbar meine Nervenkraft überschätzt. Ich stehe dann morgen gerne zur Verfügung. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ja, ja. Danke, Frau, aber ich möchte nicht, dass Sie, ich meine, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, Frau. Das ist doch jetzt egal.
Ich meine, wo Sie nun schon einmal da sind. Danke sehr. Ich hätte volles Verständnis dafür gehabt, wenn Sie mich nicht empfangen hätten. Aber Sie haben doch gewusst, dass heute Vormittag das Begräbnis stattgefunden hat. Was wollen Sie damit sagen? Naja, Ihr Kollege, der Herr Bezirksinspektor. Wirz? Ja. Der war ja beim Begräbnis. Warum eigentlich? Hat er gehofft, den Mörder in der Trauergemeinde zu sehen? Ja, das ist eine Routine, sagen die Frau nicht. Man beobachtet die Reaktionen der einzelnen Trauergäste. Herr Wirz hat die ganze Zeit nur mich angeschaut. Das bilden sich eine eigene Frau. Aber Sie haben doch sicher schon herausgekriegt, dass meine Ehe mit Sebastian Krämer gar nicht gut war. Und dass ich 1960 angeklagt war, meinen ersten Mann ermordet zu haben. Ja, aber Sie sind doch freigesprochen worden. Einwandfrei. Einwandfrei. Allerdings hat die Polizei bis heute noch nicht herausgekriegt, wer ihren damaligen Gatten ermordet hat. Na, hoffentlich hat die Polizei diesmal mehr Glück. Ich habe mit dem Tod von Sebastian Krämer genauso wenig zu tun wie mit dem Tod von Fritz Fechter. Obwohl... Obwohl? Das wird Sie wahrscheinlich schockieren. Denn ich komme ja gerade von seinem Begräbnis. Aber Ihr Kollege wird Ihnen ja erzählen, dass ich mir wenig Mühe mache, die trauernde Witwe zu spielen. Sebastian Krämer... Entschuldigen Sie, Frau, wenn ich Sie unterbreche, aber ich möchte auf keinen Fall, dass Sie irgendetwas sagen, was ich später bereue. Ich habe auf diese Unterredung nicht bestanden. Aber ich will reden. Will ich sagen. Er hat das Ende genommen, das er verdient hat. Er war ein Teufel. Hat mich gequält. Seelisch und körperlich. Und jetzt stehe ich da, ohne einen roten Heller. Völlig mittellos. Der hat alles Geld von den Banken abgehoben. Ja, das weiß ich. Und Ihre Reaktion überrascht mich nicht sonderlich. Das Geld, das spielt ja die nächste Rolle. Ich kann mich allein fortbringen. Und ich will nie mehr von einem Mann abhängen. Das soll meine Lehre aus all dem sein. Jetzt wissen Sie, wie ich fühle, und es ist mir völlig egal, was Sie für Schlüsse ziehen. Und Herr Cressin? Cressin? Ach, da hat sie Ihnen einen Floh ins Ohr gesetzt. Da ist der Herr Cressin. Der James Bondiade, ne? Unser einer hat so schwer, an solche Leute heranzukommen, aber der Herr Cressin hat nichts anderes machen müssen, als die Bekanntschaft von der Frau und von der Tochter zu suchen. Darin ist er ja Spezialist. Apropos Spezialist, wo ist denn der Berndner? Zentralbesoldungsamt, wegen unserer Überstunden. Ne? Mhm. Das ist auch wichtig. Na, der Krämer hat von Anfang an überzogen, dass der Cressin hinter ihm her ist und nicht hinter seiner Frau. Außerdem hat er nur den Vorteil gehabt, dass er nach seinem angeblichen Tod über jeden Schritt von dem Cressin informiert war. Ja, und über jeden Schritt von uns, ne? Ist aber. Sag mal, die Tochter, die hat von Anfang an gewusst, dass der Vater nicht tot ist? Nein, du warst sogar dabei, wie sie es erfahren hat. Und wann bist denn du auf die Idee gekommen, dass der Brendergast Wirklichkeit der Krämer ist? Weißt nicht, irgendwer hat mir gesagt, dass die Cousins waren und dass sie sich sogar ähnlich geschaut haben. Irgendwer im Betrieb, ich weiß gar nicht, wer das war, und wie dann dieser schwule Friseur davon gefaselt hat, dass man sich heutzutage nicht mehr verkleidet, sondern sich die Haare färbt und den Bart abrasiert, ist mir das Bild von dem Krämer eingefallen und dass der auf dem Foto einen Vollbart hat. Ein Genieblitz. Mit aller Bescheidenheit gesagt, ne? In aller Bescheidenheit gesagt. Dass du mich nicht zu dem Krämer mitgenommen hast, das war dann der Gipfel der Genialität. Warum eigentlich nicht? Einfachste Antwort wäre, dass ich Idiot bin. Ja, aber so einfach ist das auch wieder nicht. Ehrgeiz. Eitelkeit, Jagdfieber, genau wie beim Cressin. Cressin ist ein junger Mensch und dem haben die Frauen so lange eingeredet, dass er ein toller Kerl ist, bis er es selber geglaubt hat. Vielleicht habe ich auch geglaubt, dass ich ein toller Kerl bin, ne? Trotzdem schon Jahrzehnte her ist, dass mir da seine Frau gesagt hat, was ist denn, was macht man so? Nein! Wird die Frau Beckerig heute schimpfen? Thank you.
dass die Frau ihre Geliebte ist. Wer sagt das, die Tochter? Ja. Die Tochter? Ja, wissen Sie, das ist ja auch so ein Kapitel. Das Mädel ist ganz vernarrt in ihren Vater gewesen, ein richtiger Komplex, Ödipus auf weiblich sozusagen. Und deshalb hasst sie ihre Stiefmutter. Es heißt aber, dass die Tochter sehr ruhig war, wie sie vom Tod des Vaters erfahren hat. Ja, äußerlich schon, aber es hat sich furchtbar getroffen. Und der Bräutigam? Ach, der Baron. Ja, wissen Sie, das ist ein seltsames Paar. Vielleicht hat es der Vater so gewünscht, vielleicht hat diese merkwürdige Verlobung auch andere Ursachen, also das kann ich nicht beurteilen. An Liebe glauben Sie nicht? Also in diesem Fall nicht. Allerdings ist Baron Terp im Umgang mit Frauen sehr gewandt. Ja, Sie aber auch, Herr Kressi. Nur bitte, ich habe einen Ruf zu verteidigen. Schließlich habe ich ja wegen Weibergeschichten meinen Posten beim Zoll verloren. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Kressi. Pardon, wenn ich störe, Herr Oberinspektor Marek? Ja, der bin ich, bitte. Mein Name ist Terp, Baron Terp. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen, aber vielleicht bietet sich demnächst eine bessere Gelegenheit. Ach, soll ich das so verstehen, dass Sie auf meine Gegenwart keinen Wert legen? Ja, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Ich verstehe auch unausgesprochene Winke. Auf Wiedersehen, Herr Oberinspektor. Wissen Sie, weshalb der beim Zoll rausgeflogen ist? Ist er das? Das heißt wegen Bestechung. Ich traue es ihm zu. Das wollten Sie mir sagen? Nein. Aber das ist ja auch egal. Frau Krämer ist ja jetzt Witwe. Es löst gewisse Probleme sowieso. Also, was wollten Sie mir sagen? Ich? Nichts. Aber Sie sind doch hergekommen in der Absicht, mir etwas zu sagen. Sie haben es doch selber gesagt. Also, jetzt haben Sie sich offenbar überlegt. Was wollten Sie mir sagen? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Was sollte ich Ihnen zu sagen haben? Na, zum Beispiel, dass Sie Angst haben. Wie kommen Sie denn darauf? Denkt man schon die ganze Zeit. Und wenn Sie... Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich kann nicht. Herr Terp, die Polizei ist dazu da, um Sie zu schützen, aber man soll nicht reden. Also, vor wem haben Sie Angst? Vor ihr. Frau Marion Krämer. Was? Vor Frau Krämer? Sie das sagen, glauben Sie, was Sie wollen, aber ich kann Ihnen versichern, wenn ich nicht acht gebe, dann schlagt die Falle zu. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass ausgerechnet Frau Marion Krämer eine Frau ist. Sie ist so schön, nicht? So warm. Ihre Art, ihre Stimme, ihre Augen. Alles so weich, so sanft. Spitz. Mhm. Ja, spitz, so wie. Wie bei König Drosselbart. Ein hässlicher Mensch. Ich habe den Herrn des Hauses in den 3 Wochen, die ich Marion, ich meine Frau Krämer, kenne, nicht zu Gesicht bekommen. 3 Wochen geht das schon? Ja, 3 Wochen. Vor 3 Wochen habe ich sie kennengelernt. Man sagt, dass die Frau ihre Geliebte ist. Wer sagt das? Die Tochter? Ja. Die Tochter? Ja, wissen Sie, das ist ja auch so ein Kapitel. Das Mädel ist ganz vernarrt in ihren Vater gewesen, ein richtiger Komplex, Ödipus auf weiblich sozusagen. Und deshalb hasst sie ihre Stiefmutter. Es heißt aber, dass die Tochter sehr ruhig war, wie sie vom Tod des Vaters erfahren hat. Ja, äußerlich schon, aber es hat sich furchtbar getroffen. Und der Bräutigam? Ach, der Baron. Ja, wissen Sie, das ist ein seltsames Paar. Vielleicht hat es der Vater so gewünscht, vielleicht hat diese merkwürdige Verlobung auch andere Ursachen, also das kann ich nicht beurteilen. An Liebe glauben Sie nicht? Also in diesem Fall nicht. Allerdings ist Baron Terp im Umgang mit Frauen sehr gewandt. Ja, Sie aber auch, Herr Kressi. Nur bitte, ich habe einen Ruf zu verteidigen. Schließlich habe ich ja wegen Weibergeschichten meinen Posten beim Zoll verloren. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Kressi. Pardon, wenn ich störe, Herr Oberinspektor Marek? Ja, der bin ich, bitte. Mein Name ist Terp, Baron Terp. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen, aber vielleicht bietet sich demnächst eine bessere Gelegenheit. Ach, soll ich das so verstehen, dass Sie auf meine Gegenwart keinen Wert legen? Ja, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Ich verstehe auch unausgesprochene Winke. Auf Wiedersehen, Herr Oberinspektor. Wissen Sie, weshalb der beim Zoll rausgeflogen ist? Ist er das?
Das heißt wegen Bestechung. Ich traue es ihm zu. Das wollten Sie mir sagen? Nein, nein, nein. Aber das ist ja auch egal. Frau Krämer ist ja jetzt Witwe. Das löst gewisse Probleme sowieso. Also, was wollten Sie mir sagen? Ich? Nichts. Aber Sie sind doch hergekommen in der Absicht, mir etwas zu sagen. Sie haben es doch selber gesagt. Also, jetzt haben Sie sich offenbar überlegt. Was wollten Sie mir sagen? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Was sollte ich Ihnen zu sagen haben? Na, zum Beispiel, dass Sie Angst haben. Wie kommen Sie denn darauf? Denkt man schon die ganze Zeit. Und wenn Sie... Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich kann nicht. Herr Terp, die Polizei ist dazu da, um Sie zu schützen, aber man sind nicht da hinten. Also, vor wem haben Sie Angst? Freunde? Nein, noch nie. Da bitte ich doch Komfort, dass einer vor einen Lastwagen wirft. Aber das bemerkt doch dann der Fahrer, macht der Anzeige nicht zu reden von Zeugen. Ja, und wenn es keine Zeugen gab? Wie meinen Sie das? Die Bundesstraße 7 ist doch keine sehr befahrene Straße. Schon gar nicht im Winter und bei Nacht. Sagen wir, er hat sich in selbstmörderischer Absicht vor ein Lastauto geworfen. Hm? Der Fahrer hat einen Schock erlitten. Er hat aber auch befürchten müssen, dass man ihm nicht glaubt, dass es ein Selbstmord war, was sich da abgespielt hat. Na, er nimmt also den Toten und legt ihn einfach auf die Wiese, neben der Straße. Was, und da bleibt die Leiche dann bis zum nächsten Tag liegen, bis mein Kollege sie findet, auf einer Wiese, im Schnee. Bitte, kann ich jetzt ein bisschen Bier? Ja, genau. Danke sehr, Frau Mir. Bitte schön. Ja, also, lieber Herr Brendergast, das ist mir eine zu fantastische Theorie. Ah, es gibt Fälle, wo das Fantastische in der Realität am nächsten ist, sagt H.G. Wells. Und er hat mit vielem, was er gesagt hat, recht. Ja. So, jetzt machen wir noch eine zweite Flasche Bier. Also, ich habe heute eingekauft, als ob ich gewusst hätte, dass ich einen lieben Gast haben werde. Die gnädige Frau lässt fragen, ob es unbedingt sein muss. Was heißt das? Sie ist eben vom Begräbnis gekommen. Ach, viel Teufel, das habe ich ganz vergessen, dass heute das Begräbnis war. Na, da komme ich morgen. Ne, Frau, das ist mir aber schrecklich peinlich. Schon gut. Danke, Lisa. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Danke, Frau, aber ich möchte nicht, dass Sie, ich meine, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, Frau. Das ist doch jetzt egal. Ich meine, wo Sie nun schon einmal da sind. Bitte. Danke sehr. Ich hätte volles Verständnis dafür gehabt, wenn Sie mich nicht empfangen hätten. Aber Sie haben doch gewusst, dass heute Vormittag das Begräbnis stattgefunden hat. Was wollen Sie damit sagen? Naja, Ihr Kollege, der Herr Bezirksinspektor. Wie jetzt? Ja. Der war ja beim Begräbnis. Warum eigentlich? Hat er gehofft, den Mörder in der Trauergemeinde zu sehen? Ja, das ist eine Routinsache, Frau, nicht? Man beobachtet die Reaktionen der einzelnen Trauergäste. Herr Wirtz hat die ganze Zeit nur mich angeschaut. Das bilden sich eine eigene Frau. Sie haben doch sicher schon herausgekriegt, dass meine Ehe mit Sebastian Krämer gar nicht gut war. Und dass ich 1960 angeklagt war, meinen ersten Mann ermordet zu haben. Ja, aber Sie sind doch freigesprochen worden. Einwandfrei. Einwandfrei. Allerdings hat die Polizei bis heute noch nicht herausgekriegt, wer ihren damaligen Gatten ermordet hat. Na, hoffentlich hat die Polizei diesmal mehr Glück. Ich habe mit dem Tod von Sebastian Krämer genauso wenig zu tun wie mit dem Tod von Fritz Fechter. Obwohl... So, ja, wenn Sie so wichtig sind, vielleicht die Tür. Ja, natürlich. Wenn Sie hierher setzen wollen, bitte schön. So. Ja, freundlich, danke. Bitte. Bitte nur Platz zu nehmen. Danke sehr. Und ein Glas Bier werden Sie mir doch auch nicht abschlagen. Beim Bier kann man leider nicht nein sagen. Na, sehen Sie, bitte nur zuzugreifen. Danke, bitte Platz zu nehmen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich das Radio aufdrehe. Wir können uns ja auch beim Essen unterhalten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich Ihnen in der Angelegenheit Sebastian Krämer behilflich sein kann. Ich bin ja über ein Jahr von der Firma weg. Bitte schön, nur zuzugreifen. Bitte. Ja, vielleicht. Hier, die Zunge kann ich sehr empfehlen. Ja. Die ist, wie sie sein soll, mild und weich. Bitte nehmen Sie doch, bitte schön. Danke sehr. Bitte. Dankeschön, nehmen wir schon. Bitte schön. Ja, ich habe gehört, danke sehr, dass Sie bis zu Ihrem Weggang mit dem Herrn Krämer recht gut waren. Ja, recht gut. Ja. Aber im Grund hat er nur das gemacht, was er wollte.
Und da hat es natürlich immer wieder kleinere, oder auch, darf ich um das Glas bitten? Ja, bitte. Größere Reibereien gegeben. Ja. Ich hoffe, das Bier ist noch kalt genug. Na, sicherlich. Inwiefern hat es zwischen Ihnen und Herrn Krämer Reibereien gegeben? Na ja. Danke sehr. Schauen Sie, ich war, darf ich bitte hier ja. Die Futter? Bitte. Nein, ja, danke sehr. Danke sehr. Ich war nominell der geschäftsführende kaufmännische Direktor, aber im Grunde habe ich nie was allein zu entscheiden gehabt. Immer aber eine Verantwortung und das habe ich auf die Dauer immer mehr als unbefriedigend empfunden. Prost. 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 Wie man gehört, dass die Spedition ein sehr gutes Geschäft ist. Ja, in der Regel ist es auch so. Ja. Aber es kommt ja immer und bei jedem Geschäft darauf an, wie man es führt. Und der Krämer hat schlecht geführt. Ja, das kann man nicht sagen. Nur waren halt immer so Sachen. Einsame Entschlüsse. Darf ich ein Gurkel bitte bedienen? Ja, darf ich euch sehr gern Gurkel. Bitte sehr. Danke vielmals. Süß, sauer. Nein, das ist schon richtig. Danke sehr. Da war zum Beispiel die Sache mit den 20 Tonnen Lastwagenzügen. Die kosten annähernd das Stück 700.000 Schilling und davon hat er gleich 4 gekauft, ohne mir vorher was davon zu sagen. Ohne dass auch die geringste Notwendigkeit gewesen wäre, diese enorme Ausgabe zu machen. Ich verstehe. Mhm. Diese Lastbank stehen, soviel ich weiß, noch heute praktisch unbenutzt im Hof der Firma. Aber ich erzähle Ihnen da wohl nichts Neues. Wieso? Sie haben doch sicher schon alles erfahren über den Krach zwischen Krämer und mir. In der Firma, meine ich. War ja noch gar nicht in der Firma. Geh erst morgen hin. Dann hätten Sie es eben morgen erfahren. Ich habe Sie jedenfalls sehr bedauert. Entschuldigung. Ja. Dass meine Tätigkeit bei Krämer so ein Ende gefunden hat. Na, kommt vor. Wo arbeiten Sie denn jetzt? Nirgends, noch nicht. Was? Wissen Sie das nicht? Sie ist die Marion Fechter, die vor 12 Jahren wegen Gattenmord vor Gericht gestanden ist. Also Frau Beckerek, habe ich gesagt, das verbitte ich mir. Ich bin eine verheiratete Frau und Mutter. Sie ergreifen jede Gelegenheit und hängen mir eine Goschen an. Was Goschen, haben Sie gesagt? Nicht wörtlich, nur dem Sinn nach. Da hat man ja förmlich Angst, wenn man in der Früh ins Amt kommt und wird jedes Mal mit einer Schimpfkanonade empfangen. Kanonade ist gut. Was kann die nicht dafür, habe ich gesagt, wenn der Wirt immer Kaffeeflecken macht und wenn der Chef sein Frühstücksbrot zerbröselt und Fettflecken macht. Die Herren sind nun einmal so, Frau Beckerek, habe ich gesagt, da nutzt alle Schimpfen nichts. Und darauf sagt die Frau Beckerek... Morgen. Na? Ja? Royer ist mein Name. Revierinspektor Royer vom EKF. Ach, guten Morgen. Ja? Ach, guten Morgen. Ja, ja. Ich soll mich bei Herrn Inspektor Berndner melden. Ja, der bin ich. Sie sollen die Zeichnungen für uns anfertigen. Ja, die Phantomzeichnungen. Aha, ja. Die, wissen Sie, um was es sich handelt? Ja, es geht schon oft. Banküberfall, nicht wahr? Ja, vor 10 Tagen in der Spiegelgasse. Interessieren Sie näher Details? Die höre ich lieber von den Zeugen selber. Aha. Wie viel haben Sie denn? Wir Zeugen 3. Das ja, war, bitte? Das war noch nach der... Privatwirtschaftsbank, Direktor Bellinger. Ja, die Nummer habe ich. Es waren noch andere Zeugen da. Es haben sich eine Menge Zeugen gemeldet. Unsere Leute waren sehr schnell am Tatort. Das überrascht mich eigentlich. Meistens melden sich die Leute nicht gern. Guten Tag, ja bitte den Herrn Direktor Bellinger. Ja, lassen Sie das einmal durch, dann. Ja, bitte, darf ich? Kommissariat 24, Wodak, Herrn Direktor Bellinger, bitte. Ja, Sie einen Moment, bitte, ich verbinde mit Herrn Oberinspektor Marek. Ja. Übernehmen, bitte. Hallo, Herr Direktor Bellinger. Kompliment, hier ist Marek, Polizeioberinspektor Marek, Kommissariat 24. Nein, Sie brauchen nicht erschrecken, ich verlange schon keine Auskunft von Ihnen, die Sie mir nicht geben können. Nur eines, ihr seid jetzt das dritte Bankinstitut, das ich anrufe. Sagen Sie, bei euch hat doch auch der verstorbene Spediteur Krämer, Sebastian Krämer aus der Gartenallee, ein Konto gehabt. Ja, bitte schauen Sie nach, ich warte dabei. Aber diese drei zeigen eine Frau Thomas und die Herren Kriegel und Kral. Die haben den Täter genau gesehen, sagen Sie. Naja. Wir werden ja sehen, was gesehen haben. Ja, ist allerdings schon 10 Tage her, ne? Schauen Sie, es gibt unter 100 Zeugen einen, der eine wirkliche Beobachtungsgabe hat. Und bei dem ist egal, ob er seine Beobachtung gestern gemacht hat oder vor einem Jahr. Hoffentlich ist so einer drunter. Eine Zeugin wartet schon draußen, ich lasse gleich rein. Ja. Darf ich mich da hersetzen? Ja, sicher, gell. Wie war der Name? Roya. Wenn Sie den Witz machen wollen, dass ich als Zeichner eigentlich Goya heißen sollte,
Ersparen Sie sich den. Über den habe ich schon in der Schule nicht mehr laufen können. 13 Jahre. Also nix. Das war alles. Ja. Also, wenn dieser Kressin wirklich was mit der Frau hätte, dann hätten wir die klassischen Mordmotive beieinander. Geld und Liebe. Also, Liebe? Ja. Mich interessiert auch mehr das Geld, das er abgehoben hat. Das muss nicht mehr ganz so schöner Brocken gewesen sein. So viel ich herausgekriegt habe. Entschuldigen Sie bitte, aber ich brauche das bis morgen. Was heißt, Sie brauchen das bis morgen? Schiebt es die ganze Zeit. Die ganzen Akten, das sitze ich doch am Abend noch hier. Bestimmt, ja. Aber es muss aufgearbeitet werden. Ja, muss aufgearbeitet werden. Wo hat er gesagt, muss aufgehen, jetzt kommen wir daher damit. Dabei wirst du diesen Brennergast hingehen wollen, vielleicht weiß der was. Wie halt ich zu ihm? Na, ich möchte schon selber gehen. Bitte. Hoffentlich wird es nicht zu spät. So, bitte schön. Darf ich bitten? Hier herein, bitte. Ach, schön. Sie leben ganz allein hier? Ja, ja, ja. Als alter Junggeselle bin ich nichts anderes gewöhnt. Sie wissen ja, ein Junggeselle lebt wie ein König und stirbt wie ein Hund. Ja. Und der Ehemann stirbt wie ein König, aber lebt wie ein Hund. Ja, gut, ja. Sie müssen entschuldigen, Herr Oberinspektor, ich bin gerade beim Abendessen. Ja, ja, da müssen Sie entschuldigen, dass ich störe, aber ich den ganzen Nachmittag Akten aufarbeiten müssen. Aber ich möchte Sie gerne einladen, Herr Oberinspektor. Darf ich nicht? Nein, das kann ich nicht annehmen. Aber ich bitte. Nein, Sie werden doch sicher Hunger haben. Sie, ja, genug. Ja. Also, Sie tun mir doch den Gefallen. Ach so, und Gefallen, essen wenn Sie das jetzt gleich sagen müssen. Ja, bitte, selbstverständlich. Danke sehr, das habe ich nicht wollen. Danke vielmals. Saal, wenn ja, ich danke vielmals. Danke sehr. Ich kaufe nämlich immer auf ein paar Tage ein und heute war ich gerade einkaufen. So, das werden wir gleich haben. Und dann hole ich das bestimmt. Die Musicbox-Mannschaft verabschiedet sich. Auf Wiederhören. Kann Ihnen irgendwas helfen? Aber woher denn? Ist schon alles da, Herr. Ja, wenn Sie so wichtig sind, vielleicht die Tür. Ja, natürlich. Wenn Sie hierher setzen wollen, bitte schön. So. Ja, freundlich, danke. Bitte, bitte nur Platz zu nehmen. Danke sehr. Und ein Glas Bier werden Sie mir doch auch nicht abschlagen. Ja, beim Bier kann man leider nicht nein sagen. Na, sehen Sie, bitte nur zuzugreifen. Danke bitte Platz sehr. Zu nehmen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich das Radio aufdrehe. Wir können uns ja auch beim Essen unterhalten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich Ihnen in der Angelegenheit Sebastian Krämer behilflich sein kann. Ich bin ja über ein Jahr von der Firma weg. Bitte schön, nur zuzugreifen. Bitte. Ja, vielleicht. Hier, die Zunge kann ich sehr empfehlen. Ja. Die ist, wie sie sein soll, mild und weich. Bitte nehmen Sie doch, bitte schön. Danke sehr. Bitte. Dankeschön, den nehmen wir schon. Bitte schön. Ja, ich habe gehört, danke sehr, dass Sie bis zu Ihrem Weggang mit dem Herrn Krämer recht gut waren. Ja, recht gut, ja. Ja, aber im Grund hat er nur das gemacht, was er wollte. Und da hat es natürlich immer wieder... Du bist du Hurensau, du Blöde! Schlitzer! Eva, die bringen ihn auf! Das ist der Sicherheitsbeamt, die sollen ihn abholen. Aber Markus, das ist dringend, der bringt uns hier noch alles durcheinander. Sowas. Mir tut so einer trotzdem leid. Na, mir nicht. Also gut, mir auch. So, sehr, da bin ich wieder, servus. Also ich muss ehrlich sagen, so ein Kalbsgulasch mit Nogerl, das habe ich schon lange nicht gegessen. Wirklich, herrlich. Und so ein gepflegtes Bier und ein wunderbarer Salzstange. Das war einmalig. Du, ich sag dir, das macht sogar einen Staatsbeamten das Leben lebenswert. Haben Sie mir herrlich empfohlen, Herr Kollege, danke. Glänzend, der Zinnkrug, wunderbar. Ach so, ja. Selbst einmal. Ja? Und dann. Da war doch ein Polizeizeichner hier. Ja, ich bin's, Royer, mein Name. Angenehm, Marek. Herr Kollege, Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Dienstlichen? Selbstverständlich. Also, gar so selbstverständlich ist das wieder nicht. Du, und jetzt hat mich einer gebeten, ich soll seine Frau und seine zwei Kinder zeichnen. Ja? Wenn der Dienstzeit das nichts kostet. Ah. Das ist einmal auf, ja. Herr Kollege. Dieser Mann steht unter dem Verdacht des zweifachen Mordes, gell? Was das ist, aber ja, ist sicher? Ja, lass mich. Könnten Sie mir den ohne Bart und ohne Brille zeichnen? Ich meine, wie der ohne Bart und ohne Brille aussehen würde. Ja, das geht schon. Ja. Handelt es sich tatsächlich um einen zweifachen Mord? Ja, und wenn wir nicht bald klar sind, gibt es einen dritten. Willst du was? Ich reise ab. Ich nehme an, es ist dir in keiner Weise unangenehm.
Ich habe es erwartet. Das ist ja alles total verschuldet. Du wirst auch weg müssen. Ja. Ich muss weg. Hast du mir noch irgendetwas zu sagen? Nichts. Gar nichts. Dass du zwei Menschen am Gewissen hast, weißt du ja. Das ist gemein. Aber es ist noch nicht vorbei. Isabel, nimm dich in Acht. Es ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber du, ja. So, bitte. Kommen Sie weiter. Danke. So, bitte schön. So, legen Sie ab. Dankeschön. Ich mache inzwischen nur Licht. Bitte. Ich Ihnen in der Angelegenheit Sebastian Krämer behilflich sein kann. Ich bin ja über ein Jahr von der Firma weg. Bitte schön, nur zuzugreifen. Ja, vielleicht. Hier, die Zunge kann ich sehr empfehlen. Ja. Die ist, wie sie sein soll, mild und weich. Bitte nehmen Sie doch, bitte schön. Danke sehr. Bitte. Dankeschön, nehmen wir schon. Bitte schön. Ja, ich habe gehört, danke sehr, dass Sie bis zu Ihrem Weggang mit dem Herrn Krämer recht gut waren. Ja, recht gut. Ja. Aber im Grund hat er nur das gemacht, was er wollte. Und da hat es natürlich immer wieder kleinere, oder auch, darf ich um das Glas bitte sehr. Größere Reibereien gegeben. Oh. Ja. Ich hoffe, das Bier ist noch kalt genug. Na, sicherlich. Inwiefern hat es zwischen Ihnen und Herrn Krämer Reibereien gegeben? Na ja. Danke sehr. Schauen Sie, ich war, darf ich bitte hier die Futter? Bitte. Nein, ja, danke sehr. Danke sehr. Ich war nominell der geschäftsführende kaufmännische Direktor, aber im Grunde habe ich nie was allein zu entscheiden gehabt. Immer aber eine Verantwortung und das habe ich auf die Dauer immer mehr als unbefriedigend empfunden. Prost. 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 Wie man gehört, dass die Spedition ein sehr gutes Geschäft ist. Ja, in der Regel ist es auch so. Ja. Aber es kommt ja immer und bei jedem Geschäft darauf an, wie man es führt. Und der Krämer hat schlecht geführt. Ja, das kann man nicht sagen. Nur waren halt immer so Sachen. Einsame Entschlüsse. Darf ich ein Gurkel? Bitte bedienen Sie. Ja, ich würde euch sehr gern Gurkel. Bitte sehr. Danke vielmals. Süß, sauer. Nein, das ist schon richtig. Danke sehr. Da war zum Beispiel die Sache mit den 20 Tonnen Lastwagenzügen. Die kosten annähernd das Stück 700.000 Schilling und davon hat er gleich 4 gekauft, ohne mir vorher was davon zu sagen. Ohne dass auch die geringste Notwendigkeit gewesen wäre, diese enorme Ausgabe zu machen. Ich verstehe. Mhm. Diese Lastbank stehen, soviel ich weiß, noch heute praktisch unbenutzt im Hof der Firma. Aber ich erzähle Ihnen da wohl nichts Neues. Wieso? Sie haben doch sicher schon alles erfahren über den Krach zwischen Krämer und mir. In der Firma, meine ich. War ja noch gar nicht in der Firma. Geh erst morgen hin. Dann hätten Sie es eben morgen erfahren. Ich habe Sie jedenfalls sehr bedauert. Entschuldigung. Ja. Dass meine Tätigkeit bei Krämer so ein Ende gefunden hat. Na, kommt vor. Wo arbeiten Sie denn jetzt? Nirgends, noch nicht. Ich habe noch nichts Entsprechendes gefunden. Ich war bei 2 Firmen tätig, kurzfristig. Aber das war beide Male nicht das Richtige. Was darf ich Ihnen noch geben? Ein Stückel Käse, ja? Bitte, bitte. Bitte, schreiben. Bedienen Sie. Danke sehr. Bitte. Nehmen wir es dabei her, ne? Bitte schön. Danke schön. Herr Oberinspektor, was hat eigentlich die Polizei über die geschäftliche Situation der Firma Krämer in Erfahrung gebracht? Die haben mich völlig durcheinander gebracht. Ich weiß nur eines. Wenn dieses Telefon klingelt, schieße ich. Es könnte doch jemand anderer sein, der Sie anruft. Ihre Tochter. Oder? Oder? Oberinspektor Marek. Marek? Was heißt Marek? Wie kommen Sie auf diesen Marek? Weil er hinter Ihnen steht. Thank you.
Danke. So, ich muss jetzt zum Dr. Ertl hinauf, damit er endlich das Obduktionsprotokoll unterschreibt. Wenn die Herren noch einen Kaffee haben wollen, dann müssen sie sich selbst einschenken. Aber Acht geben auf die Kaffeemaschine. Warum schießt die? Damit nichts ausgeschüttet wird. Und nicht vergessen, ihre Frau hat angerufen. Ich habe ja gerade, sie war besetzt. Was die sich betut mit der Kaffeemaschine? Weil sie Angst hat vor der Bäckerei. Vor dieser Bestie. Dass sie wieder mit ihr schimpft. Sie braucht, dass nichts verschüttet. Danke, gleich. Ist was? Ich sehe nur die Hosen. Ja. Ein Aktcreme habe ich schon fertig. Mhm. Brauchst nicht mehr unterschreiben, gell? Ja, sei so gut, leg mal hinein. Will man noch einmal genau anschauen. Bitte, bitte, gern. Also, wenn man das so liest, kaum zu glauben. Was? Was? Euer Verhalten. Deins und das von dem Kressin. Kressin hat eine Belobigung seiner vorgesetzten Behörde bekommen. Na eben, eben. Und du? Die Genugtuung, dass unsere Staatspolizei einen verwickelten Fall gelöst hat. Du hättest aber leicht draufgehen können bei der Geschichte. Mit einer ungeladenen Dienstpistole. Der Kressin hat eine geladene Pistole mitgehabt. Was hat sie ihm genutzt? Gar nichts. Naja, bei dem ist doch von Anfang an eine James-Bondiade, ne? Unser einer hat so schwer, an solche Leute heranzukommen, aber der Herr Kressin hat nichts anderes machen müssen, als die Bekanntschaft von der Frau und von der Tochter zu suchen. Und darin ist er ja Spezialist. Apropos Spezialist, wo ist denn der Bernd? Ne? Zentralbesoldungsamt, wegen unserer Überstunden. Ne? Mhm. Das ist auch wichtig. Der Krämer hat von Anfang an überzogen, dass der Kressin hinter ihm her ist und nicht hinter seiner Frau. Außerdem hat er nur den Vorteil... Ich möchte dich gerne mal rasieren. So. Sie stoßen uns da keine gefährlichen Drohungen aus. Das war doch nur ein Scherz, Herr Oberpolizeirat. Aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, was man mir vorwirft. Hm? Ah, da hat er mich berührt. Sie sind bekannt dafür, dass Sie Ganoven Perücken und falsche Bärte zur Verfügung stellen und bei der Verkleidung helfen. Ist doch lächerlich, ich hab doch nicht mal einen Laden. Und was brauchen Sie denn dazu ein Geschäft? Was hat er denn dem Bankräuber zur Verfügung gestellt? Eine Herrenperücke, möglicherweise einen Schnurrbart. Eine Zeugin hat den Bankräuber angeblich mit einem Schnurrbart gesehen. Ist auch egal, auf jeden Fall kennt er den Bankräuber. Also, kennst ihn oder kennst ihn nicht? Viel lieb, jetzt duzt er mich. Gusch. Ein kompliziertes Persönchen. Na gut. 48 Stunden Arrest. Einzelzelle. Eine Einzelzelle geht nicht. Wir sind überbelegt. In jeder Zelle sind mindestens drei Mann. Das drei Mann? Und das kann man doch gar nicht annehmen. Na, das wird ja doch eine vergnügliche Angelegenheit werden. Rufen Sie an. Wir sollen sofort abholen. Wir sperren ihn zuerst ein und verhören ihn dann später. Ich habe das Gefühl, das wird dann bedeutend einfacher sein. Jetzt mitten am Vormittag? Aber sie schläft nicht. Soll ich sie melden? Nein, bitte stören Sie Frau Krämer nicht. Ich bin froh, dass sie sich ein wenig hingelegt hat. Sie braucht jede Minute Ruhe. Kann ich etwas für Sie tun, Herr Kressin? Nein. Kaffee, Tee, einen Schnaps, eine Zeitung? Was zu lesen? Nein, danke. Das ist die gnädige Frau. Ich werde sagen, dass Sie da sind. Ja, ist gut. Dunkles Haar, sagen Sie? Ganz dunkel. Schwarz, könnte man sagen. Ah ja? Na schön. Machen wir ihm schwarzes Haar? Wir machen ihm sogar rabenschwarzes Haar. Ich nehme eine Dusche, wie Sie sehen. Damit es möglichst ähnlich wird. So, oje. Naja. Was ist denn? Nein, ist nix. Ich hab schon geglaubt, ich hab mich angeputzt. Oh Gott, da hört die Frau Bäckerig wieder schimpfen. Polizeikommissariat 24, Wodak? Ja, einen Moment bitte, Herr Inspektor Berndtner, für Sie, Sicherheitsbüro. Aha, ja, geben Sie mir sein. Da scheint es hin zu sein. Was denn? Da. Kurt 24 Berndtner. Jesus, was ist denn das? Ist das ein Dusch? Ja, stören Sie jetzt nicht. Na, gehen Sie uns auf, das ist doch eine Ich meine, das kann man nicht. Ja, ist schon gut. Sagen Sie, wie hat er denn jetzt wirklich ausgesagt? Jetzt hat er ganz schwarze Haare. Ja,
Ja. Kann sie nicht mal die Tränen abwischen? Schau her, das Bubi weint. Sie! Wenn Sie nicht sofort aufhören mit Ihrem sadistischen Gerede, dann springe ich aus dem Fenster. Na bitte, 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 Bernd, dann machen Sie das Fenster auf, recht schön weit, damit er besser springen kann und uns keine Fensterscheiben kaputt machen. Ach, schön, sehr schön, einen kranken Menschen so zu verhöhnen. Ach, Sie sind krank? Warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Na, Sie Schwein! Sie haben doch gewusst, was mit mir los ist. Sie haben mich eingesperrt, weil Sie gewusst haben, dass ich völlig hilflos bin, wenn es vorbei ist. Ich will ja nicht mehr meckern. Meckern nennt er das. Sagt zu mir Schwein, nennt das meckern. Ist mir passiert, aber ich nehme es zurück. Das sind so Wellen, so Wallungen. Ich beherrsche mich schon jetzt. Rührend, wunderbar. Und wenn Sie uns jetzt noch sagen, was Sie zum Beispiel über den Bankraub in der Spiegelgasse wissen? Ja, nichts weiß ich gar nicht. Ah, nichts. Wir sind wieder in die Zelle zurück. Nein, Sie wissen doch, was mit mir los ist. Sie wissen doch, was ich brauche. Einen Schuss, nur einen einzigen Schuss. Einen Schuss? Wissen Sie, was das heißt? Keine Ahnung. Aber Sie wissen es doch. Beide. Lassen Sie mich raus, nur für eine Stunde, eine halbe Stunde. Ich kann mir jetzt auch in 20 Minuten verschlafen. Sie wissen doch, das wäre illegal. Ne? Jetzt verhöre ich Sie einmal über den Bankraub in der Spiegelgasse. Mensch, sind Sie denn überhaupt noch ein Mensch? Können Sie denn so niederträchtig sein und mich leiden lassen wie ein Tier, nur um rauszukriegen, wer dreckiges Geld geraubt hat? Ich glaube nicht, dass Sie leiden. Ich glaube, Sie simulieren. Ja, ich wünsche es. Was? Ja, bei Gott, ich wünsche es. Lassen Sie besser nicht so abgebrüht. Sagen Sie ihm doch, dass er mich rauslassen soll. Nur für eine halbe Stunde. Das geht nicht. Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, müssen wir den Amtsarzt holen. Nicht wohlfühlen! Sie sind ja der König, der Untertreiber, Herr! Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich kann mir atmen. Ich ersticke. Dann nehmen Sie mir doch diese gottverdammten Fesseln ab. Sehen Sie denn nicht, dass mich ein Krampf nach dem anderen schüttelt? Die Fesseln können wir mir abnehmen. Wir sind ja vier Mann. Natürlich. Wir sind ja keine Unmenschen. Nehmt ihm die Fesseln ab. Aber nur kein falsches Mitleid. Vergesst nicht, dass dieser heulende Herr da ein Verbrecher ist. Ne? Wie er uns etwas über den Bankraub in der Spiegelgasse erzählt hat, kommt er ins Inquisitenspital. Naja, ich ins Spital. Lass mich weg. Ich weiß schon. Ich habe den Spitznamen in Stuttgart bekommen und ist mir bis hierher gefolgt, der Böse. Aber nur wirklich gute Freunde dürfen mich so nennen. Hm? Herr Bezirksinspektor? Ja. Soll ich das ins Protokoll schreiben? Ja, bitte. Aber Gens, der ist doch nicht normal. Ach, die Polizei merkt aber auch alles. Geburtsdaten? Geboren in Kiel am 2. März 1922. Ein Försch. Eine kleine Kieler Sprotte. Ich sehe aber doch toll jung aus für mein Alter, ne? Vorstrafen? Aber sure. Hauptsächlich für den Paragraphen 175. 129. Ja, bei euch. Der jetzt außer Wirkung ist. Jetzt, nachdem er mich damit unglücklich gemacht hat. Seinerzeit, in meiner Jugendzeit. Es wäre alles anders gekommen mit mir, wenn dieser gottverfluchte Paragraph nicht gewesen wäre. Jetzt tut er sich auch noch leid. Sie haben doch auch noch gegen andere Paragraphen verstoßen, nicht? Ach ja, Mensch, hab ich. Aber gelernt habe ich das alles erst, wie ich wegen diesen Scheißparagraphen gesessen bin. Im Kerker gibt's böse, böse Menschen. Man hat mich verführt und verführt und verführt. Rührend. Sind ja auch noch andere wegen dieses Paragraphen gesessen und sind nicht gleich ausgekochte Ganoven geworden. Sie sind immer so direkt, aber nicht. Sie haben kein Recht, mich zu beleidigen. Oh, pardon, gnädiger Herr. Oder soll ich sagen, gnädige Frau? Wie komisch! Ich wälze mir vor Lachen, also später, wenn ich hier weg bin. Erstens... Ach, jetzt wird er intim. Erstens werden wir Sie jetzt noch 24 Stunden in einer unserer reizenden Zellen beherbergen. Und zweitens werden Sie uns jetzt noch ein paar Fragen beantworten, Bernd. Mehrere. Sie sind doch gelernter Friseur, Herr Schlitter, nicht? Ja. Also Sie möchte ich gerne mal rasieren. So. Sie stoßen uns da keine gefährlichen Drohungen aus. Oh, das war doch nur ein Scherz, Herr Oberpolizeirat. Aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, was man mir vorwirft. Hm?
Ah, da hat er mich berührt. Sie sind bekannt dafür, dass Sie Ganoven Perücken und falsche Bärte zur Verfügung stellen und bei der Verkleidung helfen. Ist doch lächerlich, ich hab doch nicht mal einen Laden. Was brauchen Sie denn dazu ein Geschäft? Was hat er denn dem Bankräuber zur Verfügung gestellt? Eine Herrenperücke und möglicherweise einen Schnurrbart. Eine Zeugin hat den Bankräuber angeblich mit einem Schnurrbart gesehen. Ist auch egal, auf jeden Fall kennt er den Bankräuber. Also, kennst ihn oder kennst ihn nicht? Viel lieb, jetzt duzt er mich. Gusch. Ein kompliziertes Persönchen. Na gut. 48 Stunden Arrest. Einzelzelle. Eine Einzelzelle geht nicht. Wir sind überbelegt. In jeder Zelle sind mindestens 3 Mann. Was, 3 Mann? Oh, das kann man doch gar nicht annehmen. Na, das wird ja doch eine vergnügliche Angelegenheit werden. Rufen Sie an. Wir sollen sofort abholen. Wir sperren ihn zuerst ein und verhören ihn dann später. Ich habe das Gefühl, das wird dann bedeutend einfacher sein. Jetzt mitten am Vormittag? Aber sie schläft nicht. Soll ich sie melden? Nein, bitte stören Sie Frau Krämer nicht. Ich bin froh, dass sie sich ein wenig hingelegt hat. Sie braucht jede Minute Ruhe. Ganz gewöhnlichen Verbrecher, um mich mitten durch das Kaffeehaus transportieren. Es war mir unendlich peinlich. Das willst du sie nicht sagen, Kaffee Zirlbauer, kennt man doch. Sind doch nur Homosexuelle. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Die Kaffeeköchin ist stinknormal. So. Und darf ich die Herren bei der Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass der Paragraf 129 römisch 1-b nicht mehr stimmt. Also jedenfalls gibt's dafür keine Strafe mehr, ne? Na, komm, verwöhn mich doch nicht so. Wegen des Paragraf 129 römisch 1-b sind Sie auch nicht hier. Ja, da hat er recht, ne? Nein, wegen der Beteiligung an dem Bankraub in der Spiegelgasse. Als Mitwisser, Helfershelfer und wahrscheinlich auch als Fehler. Was? Das soll alles ich gewesen sein? Ausgerechnet ich, der der harmloseste einer bin? Herr Polizeirat, ich schwöre Ihnen bei was... Hören Sie auf! Glaub Ihnen sowieso kein Wort. Sie ungläubiger Thomas, Sie lieber kleiner Ungläubling. Lick. Sind Sie deppert? Ja. Wollen Sie mich bezirzen? Ja, warum nicht? Das wird doch mal was Neues, nicht Sherlock Holmes im Himmelbettchen. Personalien, setzen Sie sich dorthin. Na ja, wenn er mich schickt, drück ich so. Ah! Ein Weib! Hallo! Also, wie heißen Sie? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Sie? Das wäre ja doch, das wissen Sie doch. Schlüter. Sämtliche Vornamen. Heinrich Otto. Heinrich heiße ich nach meinem Großvater, Otto nach Bismarck. Was? Nach dem Reichskanzler? Ja, was denn sonst? Doch nicht nach dem Hering. Spitznamen? Was ist das? Okay. Stellt sich naiv wie eine Jungfrau. Spitznamen! Na, Wirtz, was ist los? Wie man sie in der Unterwelt nennt. Ja, was ist denn jetzt schon wieder mit der Unterwelt? Wie man sie dort nennt. Man nennt mich nur Mimi. Mimi. Ich bin heiser. Bohem. Jetzt passen Sie mal auf, Sie abwegiger Komödiant. Das ist von Verdi. Wenn Sie sowas noch einmal machen, können Sie was erleben, Sie Sängerknabe. Mit sowas wie Ihnen werden wir noch lange fertig. Verstehen Sie? Oh, jedes geflüsterte Wort. Ich liebe brutale Männer. Schlag mich, töte mich, morde mich. Lust. Lust? 24 Stunden wegen Verhöhnung eines Polizeibeamten im Dienst. Ja, oder das. Na also, jetzt haben Sie es. Ja, ein unfreundlicher Charakter, Herr Kollege. Na also, sagen Sie Ihren Spitznamen. Also gut, aber auf Ihre Verantwortung. Also, mein Spitzname ist... Nein, ich schäme mich so. Machen Sie nicht lächerlich. Also, wie ist Ihr Spitzname? Dampfnudel. Was? Was ist denn das? Eine süße kleine Nachspeise. Ein Milchspeis. Ich habe den Spitznamen in Stuttgart bekommen. Befasen. Ja. Danke. Ich habe offenbar meine Nervenkraft überschätzt. Ihnen dann morgen gar nicht zur Verfügung. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ja, die Nerven. Frauen sind eben zarte Wesen. Sie sind aber auch gute Komödiantinnen, meistens. Zigarette? Nein, danke, ich auch nicht. Stört es Sie, wenn ich? Aber nein. Haben Sie eigentlich erwartet, dass ich mich aufregen werde, wenn Sie Frau Marion hinter Ihrem Rücken beleidigen und verdächtigen? Das habe ich doch nicht getan. Doch, Sie haben sie verdächtigt, dass sie diese kleine Nervenkrise
nur so gespielt hat, vielleicht um weiteren unangenehmen Fragen auszuweichen. Das wäre doch möglich gewesen, ne? Bei Frauen ist fast alles möglich. Sagen Sie mal, Herr Gräsin, was sind Sie denn vom Beruf? Ich? Ich bin derzeit ohne Beruf. Und was waren Sie früher? Ja. Zollfahnder in Köln. Also, Herr Kriegel, wie weit waren Sie von dem Täter entfernt, wie der aus der Bank herausgelaufen ist? Eine gute 35 Meter. Ach, so weit? Ja, ja, ja. Aber der Funksteufel haben Sie doch gesagt, Sie waren höchstens 5 Meter entfernt. Ja, ja, das war bevor geschossen wurde. Als dann der Schuss fiel, bin ich natürlich gelaufen, 30 Meter. Ich meine, ich habe es nicht nachgemessen, aber läufig. Ah. Ja. Ah, dann sind Sie stehen geblieben, ne? Ja, ja, ich habe mich in ein Haustor hineingedrückt. Aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn ganz genau gesehen. Ich könnte den Täter so beschreiben, dass Sie denken, Sie hätten ihn selbst gesehen. Na, das ist ja gut. Na, hoffentlich. Entschuldigung, Herr Kollege. Jetzt hätte ich eine Frage. Was hat er denn für eine Schädelform gehabt? Bitte? Rund oder eckig? Eckig. Ja, definitiv eckig. Ja, aber eine Zeugin hat ebenso definitiv gesagt, er hat einen runden Schädel gehabt. Die Zeugin lügt, der Schädel war eckig. Ich räume ein, sie irrt sich, aber dieser Schädel war eckig. Die Augen, die waren ganz klein und grau und die Nase war kurz, ganz kurz, wie bei einem Bull Terrier. Und die Ohren klein, länglich und das Kinn spitz. Ja, spitz so wie... Wie bei König Drosselbart. Ein hässlicher Mensch. Ich habe den Herrn des Hauses in den 3 Wochen, die ich Marion, ich meine Frau Krämer, kenne, nicht zu Gesicht bekommen. 3 Wochen geht das schon? Ja, 3 Wochen. Vor 3 Wochen habe ich Sie kennengelernt. Na. Aber Sie bringen mich da auf eine gute Idee. Wieso? Ja, mit dem... War hier was Besonderes am Telefon? Du, nein, nichts Besonderes. Du bist so... Bist du ein Cognac? Nein. Sie sind ja so verwirrt, Fräulein Krämer. Wer war denn das, der da angerufen hat? Niemand, den Sie kennen. Ich möchte aber trotzdem wissen, wer der Herr war. Es war kein Herr. Es war eine Frau. Wieso? Das Stubenmädchen hat doch gesagt, ich rede mit Ihnen, Fräulein Krämer. Ich möchte wissen, wer angerufen hat. Ich eigentlich auch. Der Herr Inspektor hat doch ein Recht zu wissen, mit wem du telefoniert hast. Und ich auch! Wenn du so offensichtlich lügst! Muss man doch kein Kriminalist sein, um zu merken, dass das eine Lüge war. Als du gesagt hast, dass es eine Frau war, die am Telefon war. Nicht wahr? Also bitte, wer war der Mann? Sie wird es Ihnen nicht sagen, Herr Baron. Sie wird. Bitte, wie Sie glauben. Also meine Gewerkschaft hat was dagegen, wenn ich so viel Überstunden mache. Besonders, wenn es sich um so störrische Damen handelt. Oder haben Sie mir doch noch was zu sagen, Fräulein Krämer? Nein. Na, dann empfehle mich. Wiedersehen. Und viel Vergnügen. Wie weit waren Sie denn von dem Täter entfernt, wie der nach dem Überfall aus der Bank herausgelaufen ist? 10 Meter. Ja, mir haben Sie gesagt, Sie sind auf der anderen Straßenseite gestanden, wie die Schießerei losgegangen ist. Das waren so ungefähr 16 Meter. Ja, aber er ist ja dann näher an mir vorbei. Aha. Nicht? Ja. Und Sie haben den Täter genau gesehen? Ganz genau. Jeden seiner Züge, seiner Gesichtszüge. Muss das sein? Gehört das dazu? So, Sie. Ich bin ja eh gleich fertig. Ja, da hätte ich dann noch eine Frage. Sagen Sie, könnten Sie ihn zeichnen? Wenn ich zeichnen könnte, könnte ich ihn zeichnen. Aber man hat mir gesagt, es wird ihn wer anderer zeichnen. Das sind Sie? Ja, ich. Sehen Sie? Ja, also dann brauchen Sie mir eigentlich jetzt nur noch sagen, wie der Mann ausgesehen hat. Soweit Sie sich heute erinnern. Ich habe schon gesagt, ich kann mich genau erinnern. Schön. Gehen wir zur Praxis. Ja. So, was hat er denn für ein Gesicht gehabt? Ein rundes... Oder ein längliches? Wer? Der Täter? Rund, natürlich. Oder länglich? Sie, ich weiß es nicht.
Was verstehen Sie unter rund? Moment. Stelle sind mindestens drei Mann. Drei Mann? Das kann man doch gar nicht annehmen. Na, das wird ja doch eine vergnügliche Angelegenheit werden. Rufen Sie an, wir sollen sofort abholen. Wir sperren ihn zuerst ein und verhören ihn dann später. Ich habe das Gefühl, das wird dann bedeutend einfacher sein. Jetzt mitten am Vormittag? Aber sie schläft nicht. Soll ich sie melden? Nein, bitte stören Sie Frau Krämer nicht. Ich bin froh, dass sie sich ein wenig hingelegt hat. Sie braucht jede Minute Ruhe. Kann ich etwas für Sie tun, Herr Grissin? Nein. Kaffee, Tee, einen Schnaps, eine Zeitung? Was zu lesen? Nein, danke. Das ist die gnädige Frau. Ich werde sagen, dass Sie da sind. Ja, ist gut. Dunkles Haar, sagen Sie? Ganz dunkel. Schwarz, könnte man sagen. Ah ja? Na schön. Machen wir ihm schwarzes Haar? Wir machen ihm sogar rabenschwarzes Haar. Ich nehme eine Dusche, wie Sie sehen. Damit es möglichst ähnlich wird. So, oje. Naja. Was ist denn? Nein, ist nix. Ich schon glaubt, ich hab mich angeputzt. Oh Gott, ich hör die Frau Becker, ich wieder schimpfen. Polizeikommissariat 24, Wodak. Ja, einen Moment bitte, Herr Inspektor Berntner, für Sie, Sicherheitsbüro. Aha, ja, geben Sie mir sein. Da schauen Sie hin, Susi. Was denn? Da, Kurt 24, Berntner. Jetzt, was ist denn das? Ist ja, das ein Dusch? Ja, stören Sie sich nicht. Na, gehen Sie uns auf, das ist doch eine Ich meine, das kann man... Ja, ist schon gut. Ja. Sagen Sie, wie hat er denn so ausgesagt? Jetzt hat er ganz schwarze Haare. Ja. Ja. Jetzt müssen Sie mir eigentlich nur noch sagen, ja, ob der Täter so ausgesehen hat. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Kollege. Genau so. Danke vielmals. Auf Wiederhören. Wir leibt. Wiederhören. Ah ja. Na, sehr gut. So, hört man die Geschichte ist erledigt. Sie haben den Bankräuber aus der Spiegelgasse. Na also. Ja, umsonst eine ganze Zeichnerei. Ja, allerdings. Ja, das sowieso. Das hat ihn nämlich keiner von den Zeugen auch nur annähernd richtig beschrieben. Der ist auffallend klein, nur 1,54 groß. Ferner hat eine Glatze, daher die Perücke, die er im Klassenraum verloren hat. Und das hat auch kein Zeug angegeben, die Glatze. Was ich immer sage, es gibt keine Menschen auf der Welt, der beschreiben kann, was er auch nur 10 Minuten vorher gesehen hat. Entschuldigen Sie, reden Sie von meinem Bankraub? Na sicher. Ich meine, von dem Bankraub, wo ich den Täter gesehen habe? Ich weiß nicht, was Sie gesehen haben, aber was Sie beschrieben haben, also der Täter weiß nicht. Sie können nach Hause gehen, danke. Bitte. Wiederschauen.